Ja, also wir haben es ja damals noch analog gemacht. In der Modular 5. Ich würde halt vorschlagen, dass wir wieder mal ein bisschen erzählen, wie weit wir gekommen sind, wo wir jetzt sind und vor allem, das ist ja jetzt gerade interessant, wie es möglicherweise weitergeht. Denn Corona ist ja die große Fragestellung, nicht? Wie geht das weiter, nachdem wir mal kurz innegehalten haben? Und das wird ich mir überlegen und wir können ja mal darüber uns ein bisschen austauschen, oder? Aber eben auch darüber, wie wir bis dahin gekommen sind jetzt, bis jetzt. Oder? Mein Vorschlag. Ja. Angenommen. Ja, gerne. Angenommen. Okay. Ich meine, ich kann ja insofern anfangen, als gerade, wie ihr wahrscheinlich wisst, diese Erfahrung da mit diesem 80. Ding gemacht habe. Ich habe mal für mich schon etwas ungewohnt, eben doch einen ziemlichen Aufstand, also gab viel Kram drumherum. Und gut, ich habe wieder diese Erfahrung mit der Presse gemacht, wie üblich, dass die nicht verstehen und dann einen runterschreiben oder zensieren und ihr selber habt wahrscheinlich auch das eine oder andere davon gelesen. Und das ist natürlich alles fragwürdig, nicht? Weil vieles da drin steht, was vermutlich nicht so ganz verständlich war. Und ich würde deswegen eigentlich gerne, wenn ihr wollt, auch zum Teil darüber reden, eben, was da jetzt rätselhaft ist an dem, was ihr jetzt da mitbekommen habt von diesem Geburtstagsaufstand. Ich sage mal so ein Beispiel, zum Beispiel im Spiegel, Alexander, ich habe das mit ihm gemacht und so weiter, da steht ja dann drin, dass ich ein Faschist bin. Jetzt bekenne ich das noch dazu. Und das hat also den Frauen von mir, ich darf nicht meine Frauen sagen, da werde ich immer schwer zurecht. natürlich wieder Unverständnis hervorgerufen, weil sie das auch nicht verstehen, weswegen ich immer diesen Faschismus in uns, aber eben auch vor allem für überwindbar halte, der uns ja übrigens im Augenblick immer mehr erreicht, nicht? Also wir sehen ja da die Rechten, nicht? Die holen ja schwer auf. Und ich habe dann auch zum Beispiel gesagt, der Trump, da sollte man mal genau umgucken und nicht dieses übliche Verdammungsurteil verrückter weg mit dem und so weiter da laufen lassen, sondern mal wirklich überlegen, woher hinter diesem ganzen Verdammungsurteil, die uns als aufgeklärte Menschen natürlich sofort. Das ist auch so ein Punkt, über den ich mit den Frauen natürlich nicht so übereinstimme. Auch da das große Fragezeichen. Das sind jetzt so meine Dinge, mit denen ich mich beschäftige und ich sage das nochmal jetzt vielleicht, aber das ist wahrscheinlich wieder nicht, dass ich halt meine, dass wir uns in einem großen therapeutischen Prozess befinden, eigentlich sehr nachvollziehbar, weil wir ja gerade in der Corona-Griff zappeln und da sieht man ja, dass wir da verzweifelt versuchen, gesund zu werden. Wir waren offenbar sehr lange sehr krank. Wie krank waren wir? Wie kann man das nennen? Und so weiter. Nicht darüber zu reden versucht, aber es ist sehr, sehr schwierig, weil mir ist auch klar, warum. Weil diese Dinge natürlich, und das ist ja das Unheimliche für alle, vor allem aufgeklärten Leute und aber auch für die Leute, die sich einfach jetzt draußen auf den Straßen damit beschäftigen, die Wutbürger, nicht? Das alles jenseits der uns bekannten Rationalität, nicht? Mit der wir ja vor allem arbeiten, hier oder uns verständigen auch, passiert. Dass wir uns immer weiter in eine, was wir irrational oder arrational nennen können, Situation begeben. Und ich würde da auch sagen übrigens, dass ich zu spüren meine, das ist schon Jahrhunderte natürlich alt, aber nimmt jetzt doch an Fahrt auf, finde ich,
uns herausbewegen aus der alten Welt, nicht aus dem alten Zeitalter der Rationalität vor allem, und in eine merkwürdige, irrationale, wütende, depressive Phase eintreten. Und ich denke, dass wir schauen müssten, wie das immer ist. Wir werden von der Geschichte bewegt. Wir wissen nicht, was wir tun. Wir vermuten, dass dahinter was anderes ist und so weiter. Also dieses ganze normale Irrationale, nicht, dass wir so zu verbannen versuchen aus unserer Welt, und die Einbrüche auch des Irrationalen ebenso immer wieder nur in Quarantäne stellen, statt uns ihnen zu stellen und hinter sie zu schauen, also zu schauen, indem wir unser Bewusstsein erweitern, über den normalen Verstand hinaus, was das sein könnte, was uns die ganze Zeit immer verrückter werden, kann man ja sagen, nicht? Und wie wir unser Bewusstsein so ausweiten, dass wir das erfassen können, statt davon immer erschreckt zu sein und in merkwürdige Erschreckens- oder Leidens- oder was auch immer Verständnislosigkeitssituationen uns davon versetzen lassen. Und ich bilde mir halt ein, dass ich das. Everyone so... hear me? Bitte? Wer schreit gerade? Okay, great. Thank you everyone for being here. And welcome to the first session of our 24-hour global recitation. Florian, lass dich davon nicht durcheinander bringen. Was ist das? Das ist jemand Zufälliges, der dem aus dem Internet beigetreten ist. Okay. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay. Welcome. Gut. Wie gesagt, wenn man mal die Geschichte so ansieht, dass wir alle nur darin bewusstlose Triebe sind, Marionetten kann man auch sagen, dann ist es für eine Marionette wahrscheinlich sehr gut zu verstehen, was mit ihr geschieht. Sonst erlebt sie das Ganze natürlich als ja, zum Teil überraschend, zum Teil eben immer negativ, weil sie das, was sie tut, nie dort ankommt, wo es wirklich getan wird. Also auf Deutsch, was ich tue, erbringt nicht das, was ich möchte. Nicht? Wir haben uns so lange bemüht, zum Beispiel jetzt glücklich zu werden mit diesem aufgeklärten Kram, mit dieser Technik und so weiter, und können eigentlich bis heute nicht fassen, dass wir uns damit umbringen. Und dass wir uns aus diesem Umbringen schließlich nicht herausbewegen können. Nicht die Greta schreit uns da ewig an und sagt, ihr müsst endlich und so weiter. Und die Wissenschaft und so weiter, weil die traut sich natürlich nicht in die anderen Bereiche jenseits des... Okay, ich versuche halt ein bisschen und ihr könnt ja dann gleich sagen, alles Quatsch. Sagen die meisten. Ich mute jetzt im Moment den Hintergrund, damit du fertig reden kannst. Und dann, ah, okay. Dann werde ich nochmal aufrufen, dass alle sich wieder unmuten. Ja, okay. Alles ihr werdet alle stumm geschaltet, damit ich ungestört den Quatsch weiterreden kann. So. Ich habe schon was. Ich bin schon dabei. Also du bist noch nicht bei allen durch, ja. Die können sich selber unmuten. Ich habe es jetzt nicht so radikal gemacht, was ich liebe. Okay. Ja, wie gesagt, wenn wir feststellen, dass wir nie begreifen, wie uns geschieht, dass alles immer anders verläuft, als wir uns das vorstellen, zumindest nach einiger Zeit immer große Zusammenbrüche haben, Katastrophen sogar, nicht jetzt heute Corona und so weiter, dann ist man ja eigentlich dazu aufgefordert, das zu verstehen, um damit umgehen zu können und nicht bloß ein, wie soll man sagen, hilfloses Opfer fremder Geschehnisse, fremder Manipulationen nur immer sein zu müssen. Denn das fühlt sich eben ungut an. Nicht? Wir sind als Menschen Leute, die möchten verstehen und möchten auch irgendwie mitwirken an dem, wie ihnen geschieht. Und wie kann man das machen? Und da meine ich eben, das, was uns Corona gerade zeigt, ist genau der richtige Weg. Wir können das nur tun, indem wir mal als krasse Materialisten, die immer bloß draußen rumgefummelt haben und sich schließlich gerade totfummeln, dass wir uns mal
wie das Corona uns auch gezeigt hat, eben innehalten und zwangsläufig, weil draußen dürfen wir ja nicht mehr, durften wir nicht mehr, jetzt fangen wir natürlich wieder an, leider, schauen in die andere Richtung, also in die Richtung des Nichtstuns, des Irrealen und so weiter, das nennen wir halt nach innen. Und gut, da ist ja, und da haben wir das große Glück inzwischen, dass ja auch diese Corona-Geschichte so wesentlich eben vorangeschoben hat, eben, da haben wir das Internet inzwischen. Dieses Internet ist ein erster Schritt nach innen und einer, der sehr schön war, aber von uns heute auch wieder verdächtigt wird, dass er nur zu einem schlimmeren Überwachungsfaschismus führt, denn je in der Geschichte. Wir kriegen da gerade eine massive Angst davor. Wir haben immer diese Angst davor, dass wir mal frei sein könnten, dass wir lieben könnten. Und wenn uns dann so ein Tool angeboten wird, das uns da ein paar Schritte in diese Richtung ermöglicht, dann kriegen wir in Kürze wieder diese Angst. Und nein, das geht gar nicht. Wir müssen das Internet auch kapitalistisch machen. Wir müssen diese ganzen Eigentumsgeschichten für dieses Geistige doch auch dann wieder da einführen. Das ist kein rechtsfreier Raum, nicht? Also die alten Eigentumsrechte müssen dort bitteschön auch gelten und so weiter. Also auf Deutsch, wir trauen uns nicht in die neue Welt, wo es kein Eigentum mehr gibt, wo es Liebe gibt, wo es eine unendliche Art von Verbundenheit gibt, ein Einssein aller menschlichen Wesen miteinander, Liebe. Und das Internet hat uns doch da schon was vorgegeben. Es gibt 3 Milliarden Freunde auf der Welt. Ja, was wollen wir noch mehr? Gut, wir wollen alle 7. Okay, aber warum sträubt ihr euch so dagegen nicht? Das sind halt die Fragen, die ich mir und an euch stelle. Und da sieht man jetzt, dass zum Beispiel meiner Ansicht nach der gute Trump oder auch die AfD eher noch Bewegungen in diese neue Welt unternehmen und die Linken, die Aufgeklärten, die Neoliberalen leider gar nicht. Die halten sich hier verzweifelt fest in ihrem alten schönen Gefängnis, das sie gerade selber kaputt machen, nicht? Klimafrage. Und die aber sagen, ja, wir wollen da raus und so weiter. Und was kommt dann, wenn einer raus will in unserer alten, guten, aufgeklärten Welt? Dann kommt erstmal der Faschismus. Was ist dieser Faschismus? Meiner Ansicht nach eben, das sind alles Erfahrungen, die ich halt in diesen langen Jahren gemacht habe, die meine Entwicklung dann auch innerhalb dieses Faschismus, innerhalb dieser normalen Welt, nicht dieser aufgeklärten Welt, die ich dort gemacht habe. Dieser Faschismus ist eigentlich leider unsere Grundverfassung. Heute sehen wir das nochmal, denn wenn ein System, wie wir es jetzt gerade leben, zum Selbstmord führt und auch wenn wir mal das ganze beschönigende Gerede weglassen, zu unendlich vielen Morden unter uns, wo jeder des anderen Feind ist, wie uns Corona nochmal deutlich zeigt, jeder ist ein Todfeind, halte ich fern von ihm. Social Distancing. Nicht? Das ist etwas, was meiner Ansicht nach immer schon war, aber jetzt, durch jetzt Corona vor allem, der letzte Schritt ist in diese Richtung nach draußen, eben dann uns endlich mal sichtbarer gemacht wird. Das ist doch eine faschistische Welt, in der jeder ein Todfeind ist, die Leute sich dauernd verraten, umbringen und schließlich übrigens dabei dann letztlich Selbstmord begehen, nicht? Obwohl sie ja eigentlich auf Kosten der anderen Leute ganz besonders toll leben wollten, nicht? Auf Kosten der Untermenschen, nicht? Der ganzen Armen oder was weiß ich, wie das bei uns im Augenblick gerade läuft, nicht? Diese Hungerleute und Katastrophenleute, die Flüchtlinge und so weiter, nicht? Das ist doch unsäglich, wie wir mit denen umgehen, nicht? Das ist doch alles, wenn du so willst, faschistisch. Die werden da unten in Lager gesperrt und. Also ich finde schon, dass uns, ich glaube, Corona ist da noch mal ein Schub dazu, uns zeigt, dass wir eigentlich in einer entsetzlichen Welt leben, obwohl wir uns so bemüht haben, die zu einer guten Welt zu machen, mit dieser Technik, wo jeder heute Auto fahren kann und irgendwann feststellt, dass er damit eben die Welt ruiniert oder Tiere fressen kann. Wie haben wir unsere Freiheiten, die wir uns durch diese Technik natürlich erarbeitet haben, genutzt, indem wir uns umbringen letztlich, nicht? Allein, wir könnten zum Beispiel in einer neuen Welt leben, wenn wir diese Tierfresserei aufgeben. Dann würden nicht mehr die Urwälder abgeholzt in Brasilien, dann würden diese ganzen
armen Tiere nicht mehr in diesen Fleischfabriken, nicht? Typischerweise jetzt Corona verweist uns darauf, dass wir da ein bisschen mal anfangen müssten, nicht? Indem man jetzt die Fleischfabriken mal hochgehen lässt. Das ist etwas, was wir eben meiner Ansicht nach schon lange sehen und sehen könnten, aber nicht gesehen haben. Und deswegen müssen wir typischerweise über diese sogenannten Katastrophen, sprich in diesem Fall über eine Krankheit. Greta hat ja noch gesagt, seid vernünftig, hat uns nicht gekümmert. Jetzt müssen wir eben über die Krankheit, über das Unvernünftige, also über unser Unterbewusstsein im Grunde genommen dahin getreten werden. Ich finde das ganz toll. Deswegen, ich hoffe, unser Bewusstsein kommt danach. Okay, dann höre ich jetzt auf. Also, vielen Dank, Rainer. Ich habe jetzt ein paar von euch gemutet. Aber jetzt könnt ihr euch wieder anmuten, Fragen stellen, verhalten. So, warte, ich gehe. In der Runde haben wir Bernhard von Brezki. Was denn? Sind wir noch alle stumm geschaltet gerade? Ich weiß es jetzt nicht. Hört ihr mich? Hallo. Hallo Rainer, ich hoffe, du hast gestern meine SMS bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch persönlich. Die Zombies, wir sind alle Zombies. Das schöne neue Wort ist ja auch wegen Corona erfunden worden, als Zombies in die Welt zu gehen. Genau. Wie geht's? Was habt ihr gemacht? Schön ist heute. Ich sehe, du hast ein Jackett an zur Feier des Tages immerhin. Ja. Du hast ein weißes Jackett an. Wie habt ihr denn den Tag gestern verbracht? Viele Gespräche und ganze Netz voll natürlich von dem Zeug. Wo warst du überall für wen hast du überall Interviews gegeben? Also Spiegel habe ich bekommen von Christa. Viele, viele, viele. Alexander Kühn ist da. Der hat das mit mir gemacht. Okay. Und ich habe dann nochmal natürlich sehr sehen können, wie viel inzwischen, wie gesagt, davon verständlich ist. Und auch wieder sehen, dass das wahrscheinlich großenteils eben noch nicht verständlich ist. Versuche zu sagen und was dann natürlich die Journalisten immer dann eifrig runterdimmen müssen auf das Verständliche der Leser, die ja sowieso eigentlich nichts verstehen. Hat sich dann ein mittleres Geschäft gewesen, empören zum Teil. Also nur mal so ein Beispiel, nicht? Dann mache ich ein ausführliches Interview, ganz toll und alles und so weiter mit pro Kamera, mit RTL. Dann haben die sich wieder bewährt in ihrer vertrauten Weise. Die haben dann hinterher daraus gemacht, obwohl ich keinen Ton davon gesagt habe und auch das überhaupt nicht meine. Sein größter Wunsch in seinem Leben ist, nochmal mit Uschi Obermeier sich zu versöhnen. Oh nein. Das verstehen doch die Leute. Ja, ja, na klar, logisch. Na gut, aber RTL, ich gucke das ja selten nur noch. Also ab und zu, ich habe wirklich, da ich ja jetzt aus Frankreich das eigentlich nicht schaue. Und es ist grauenhaft, wenn man sich das anguckt. Wenn du dann einmal in Deutschland die RTL wieder anguckst, sagst du nur so, ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe. Das ist echt, das ist schon, weiß ich nicht, oh, schwierig. Nun gut. Das ist so schwierig da. Nein, das ist eine bestimmte Bewusstseinsebene, die bei uns doch noch ziemlich viele Leute betrifft. Gar keine Frage. Also es hat keinen Sinn, die alle runterzumachen. Man kann nur versuchen, ihnen immer wieder zu zeigen, man kann auch noch mehr tun, verstehen und so weiter, nicht? Aber viele Leute haben da Ängste, nicht? Dass das
ins Uferlose führt oder gar faschistisch dann wird, nicht? Das ist doch zu Recht natürlich diese Angst. Also ich fand im Spiegel-Interview gut, wie du das erklärt hast mit den Verschwörungstheoretikern. Das hat nämlich was mit dem Nicht-zu-Verstehen zu tun und dass man halt irgendwie alles verstehen muss und dass es ja bestimmte komplexe Zusammenhänge jetzt auch gibt, wo es halt, wo die immer sagen, da muss irgendein großer Plan hinterstehen. So, ne? Also das, und das muss dann halt einfach runtergebrochen werden. Und es ist halt Bill Gates, der uns den Mikrochip einpflanzen will. Und obwohl ich ganz sicher auch immer glaube, dass bestimmt auch viele Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können, die tatsächlich im Hintergrund laufen, ja. Aber ich habe auch während der Corona-Krise zum Beispiel viele Leute erlebt, die sich plötzlich total in diesen Verschwörungsgedanken eingeigelt haben und dich ganz definitiv, also das war ein Arzt zum Beispiel, der war ganz lange klassischer Arzt im Krankenhaus in London, also ein Deutscher, ein Deutsch-Perser, den ich noch aus Göttingen kenne. Und der jetzt aber schon seit, weiß nicht, 20, 25 Jahren im Ausland lebt und der hat danach für die Pharmaindustrie, also der war Krebsarzt und hat danach für die Pharmaindustrie neue Krebsmedikamente getestet, also sozusagen in den Feldstudien, ne, die halt machen. Und hat natürlich daraus, glaube ich, den Glauben an die Medizin verloren und ist jetzt spiritueller Heiler und ist jetzt in diesen Schamanismusbereich gegangen. Und das war wirklich definitiv so. Am Anfang hat er dieses Corona so angenommen auch und hat dann gesagt, wir sind schon früh freiwillig jetzt in Quarantäne. Die leben jetzt mittlerweile auf so einem kleinen Kaff in Südfrankreich. Und irgendwann wurden die Posts immer bizarrer. Also, dass es alles eine Weltverschwörung sei. Und dann habe ich irgendwann nur mal einen Satz irgendwas gesagt, so nach dem Motto, das irgendwie gesagt, so kann man aber auch anders sehen. Ne? Und dann, zack, in dem Moment waren wir entfreundet auf Facebook. So läuft das ab. Also das ist ein Typ, den ich seit 25 Jahren kenne und der völlig, aber so oft, da gibt es dann auch keine Diskussion-Ebene mehr. Weißt du, das hört dann einfach auf, so nach dem Motto, mit dir rede ich jetzt nicht mehr, wenn du mich da jetzt nicht mit ernst nimmst oder wenn du das in Zweifel ziehst, weil du bist ja eh nur gebrainwashed von den Mainstream-Medien. Also mit den gleichen Ideen, mit denen Trump die Wahrheit gegen den Strich bürstet, tun die anderen das genauso. Und dann kann man irgendwann sich gar nicht mehr auf irgendeine gemeinsame Wirklichkeit einigen und gar keine Geschichte finden, wie man irgend eigentlich noch eine Lösung findet, wenn man bei solchen Sachen aufhört, miteinander zu reden. Also wir hatten uns das erste Mal gestritten vor 2 Jahren, weil er behauptete, Michelle Obama sei ein Transsexueller. Davon habe ich noch nie was gehört, noch nie. Und dann habe ich das irgendwie gesagt so und das World Trade Center sei von der CIA implodiert worden. Und dann meinte er so, ja, die Flugzeuge, das seien alles, das hätte niemand in Wirklichkeit gesehen, das seien alles Fotomontagen, Videomontagen. Und dann habe ich nur, und dann, aber dann zeigt ihr mir ein Bild von Michelle Obama, wo sie aus einem Hubschrauber steigt und das Kleid so eine Falte wirft. Und dann sagt er so, siehst du, da sieht man doch, sie hat einen Schwanz. Und dann habe ich nur gedacht, also okay, da kann man keine Fotomontage machen, aber diese Flugzeuge, die ins World Trade Center geflogen sind, die waren eine Fotomontage. Und da fing das dann an, da wurde er richtig kiebig mit mir und manchmal plötzlich so, Sicke, ja du als Klatschjournalistin, du verstehst das halt nicht. Ich so, ah du sagst mir, ich bin keine Klatschjournalistin, wenn du jetzt darüber dir Gedanken machst, ob Michelle Obama einen Schwanz hat oder nicht, das ist mir sowas von scheißegal. Also das jetzt mal zu diesen Verschwörungstheoretikern und dass es sich da jetzt zu einem Ende kam. Also das fand ich schon sehr interessant, zwischenmenschlich auch, was so passiert mit den Leuten, wenn man sie dann mal einsperrt. Manche werden verrückt. Ich finde es auch erschreckend, ehrlich gesagt, wie sich die Gräben immer mehr so auftun. In meinem Bekanntenkreis merke ich es auch. Also Leute, die ich immer für sehr offen gehalten habe, die plötzlich auch sehr, sehr strikt sind in ihrem Wissen, was richtig ist und auf welcher Seite sie zu stehen haben. Und das erschreckt mich am meisten an dieser ganzen Krise, muss ich ganz ehrlich sagen, wie stark diese Gräben, wie schnell die auch kommen teilweise. Also bei mir im Bekanntenkreis von Leuten, die ich geschätzt, also ich eigentlich immer noch schätze, die ich für offen, für reflektiert und alles halt, die sehr, sehr hart werden in ihrem
urteilen und so und eben wo kaum noch Zugang ist, auf egal welcher Seite, also egal ob es nun bei denen ist, die halt Corona für eine große Verschwörung halten oder bei denen, die sich an die Regeln halten, das ist eigentlich auf beiden Seiten so teilweise der Fall. Also ja, wie gesagt, das macht mir fast am meisten Angst, diese Frontenbildung. Ja, darf ich? Ja, Brigitte hier. Ich habe das auch erlebt, aber ich habe eine Nachbarin unten mit, also ich wohne am Viktoriaplatz in Schwabing und habe eine Nachbarin, mit der ich immer sehr gut und ausführlich geratscht habe. Und jetzt musste ich runter irgendwas an ihrem Balkon machen und da ist sie zurückgewichen und hat gesagt, nicht, weil ich wollte sie umarmen, wie immer, nicht und ist so zurückgewichen und war ganz komisch und stand wie so ein kleines, ängstliches Mädchen da. Und ich bin dann wieder hoch, also ich war mit dem Soran unten mit meinem Mann und dann haben wir darüber geredet und dann sind wir drauf gekommen, dass die Angst hat. Ja, also ich denke, das ist was sehr Persönliches und dann sieht man halt, die einen sind, ja, ich weiß nicht, mutig und die anderen haben wirklich Angst um sich da und das verstehe ich dann auch. In dem Moment habe ich sie akzeptieren können. Ja, Angst ist sicher oft ein Motor, wobei ich muss auch sagen, ich habe durchaus auch die Regeln mitgemacht eigentlich, die meiste Zeit, weil ich es, also ich nicht unbedingt, weil ich selber Angst hatte, sondern weil ich es erstmal für sinnvoll hielt, auch anderen gegenüber und so. Also das war jetzt, ich habe auch ein paar Wochen lang war ich einfach nur daheim und bin nur zum Einkaufen rausgegangen und so. Also aber Angst ist sicher ein Motor, dass man halt irgendwas zum Festhalten braucht und was auch die Theorien angeht. Also erstmal war ja ist immer noch eine große Unsicherheit. Wir wissen ganz vieles nicht. Und das auszuhalten ist halt, glaube ich, erstmal so eine Aufgabe. Und dann hat man halt, es ist einfacher teilweise sich an irgendwas, dass man irgendwas zum Festhalten hat. Und jede Theorie ist erstmal einfacher, als zu sagen, wir schwimmen gerade im Ungewissen. Ja, und die ist eingeschlossen im Homeoffice und weißt du, und wenn die dann den ganzen Tag alleine sitzt da für die Münchner Rück da und ihre, was weiß ich, ihre Tabellen macht, da wirst du ja wahnsinnig. Ne? Oh, ich habe es genossen, ganz ehrlich. Ich habe es genossen, mal eine Zeit lang einfach alleine zu sein. Also das ist sicher auch eine Typsache. Man muss nicht verrückt werden. Man kann es auch einfach mal, also es ist wirklich eine Typsache. Ich glaube, für manche war es schwierig und für mich, die ich ständig rumgerannt bin, ich fand es mal toll, mal einfach so für mich zu sein. Aber das ist klar, es ist sehr subjektiv natürlich, wie man das erlebt. Ja, ich meine, wenn du, weißt du, wenn du was hast, wenn du was bewegen kannst, wenn du das Gefühl hast, was beitragen zu können, was ändern zu können oder was, aber die macht ja den ganzen Tag Versicherungstabellen. Du, da werde ich auch so klein wie eine Ziffer, weißt du? Weiß ich, würde ich nicht so, warum urteilen wir denn darüber schon wieder? Also das wissen wir doch nicht, was man daraus wieder zieht. Entschuldige mal kurz. Kann die Brigitte Molnar bitte ihr Bild anschalten? Das wäre doch schöner, wenn wir nicht bloß ihren Schriftzug sehen. Das stimmt natürlich. Rainer, bist du das? Ja. Ich drücke hier immer drauf und dann heißt es, Zoom kann keine Kamera erkennen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist oder Ihren Computer angeschlossen ist. Also ich gucke hier direkt in dieses Auge am PC, aber es tut sich nichts mehr. Da müsste so ein Videosymbol sein, was man anschalten kann. Nein, oben an deinem Namen. Oben an deinem Namen, Brigitte, wo du stehst, Moment, da kannst du aufklicken und da musst du das Video starten. Okay. Du musst also auf deinen Namen gehen und das Video starten. Hier Brigitte, das bin ich, oder ist das die Brigitte? Ja. Die andere. Warte mal, hier. Also ich musste das auch extra aktivieren, mein Video. Also du musst Video aktivieren. Kleines Sprechervideo anzeigen. Soll ich da drauf klicken? Nee, eigentlich dein Video. Eigentlich Video starten. Aha. Rastervideo anzeigen. Mein Gott, mein Gott. Warte mal. Die Technik ist schon ein Graues, aber vorhin ging es wenigstens mal. Ja, kurz ging es vorhin, das stimmt, ja. Carmen, hast du jetzt geredet? Habe ich geredet, ja, genau. Also, okay, dann weiß ich, mit wem ich geredet habe. Danke. Ja, ich versuche jetzt bei meinem Namen, wobei es ja mehrere Brigitten gibt, da bin ich ein bisschen okay. Aber ich möchte es hier nicht aus. Also ich schaffe es nicht. Aber ihr hört mich, gell? Ich höre euch zu. Ja. Gut. Also ich würde jetzt auch gerne Versicherungstabellen machen, ganz ehrlich.
Also ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mal für manche auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Struktur gibt oder was auch immer. Aber dann hätte ich was, dann würde ich mir nicht so viel Sorgen machen über andere Dinge. Ich könnte ja immer damit Geld verdienen, weil das muss man immer haben irgendwie. Ja, die verdienen gut so bei der Münchnerin, klar. Ja. Aber Rainer, ich weiß nicht, ob ich reden darf, Rainer. Ich wollte sagen, du hast gesagt, also du hast vorher uns sozusagen Einblick in deine Gedanken gegeben. Und ich muss sagen, ich habe diesen Lockdown, der Soran hat mir vorgestern gezeigt, dass du irgendwie auf, der liest immer die SZ im PC. Und dann hat er geschrieben, dass du gesagt hast, ihr seid schon die ganze Zeit im Lockdown. Du bist schon dein Leben lang im Lockdown, ja? Und das fand ich super. Und zwar, naja, du weißt ja, dass ich nichts mehr kaufe und so, dass ich möglichst Umwelt wenig belastend lebe. Aber ich fand diesen Lockdown, erst habe ich gedacht, die packen uns alle in Watte. Hier, die Deutschen, die können sich leisten, runterzufahren und die können das hinterher dann wieder auffangen. Aber dann habe ich gedacht, das ist so eine Art Gesellschaftsspiel, weißt du? So ungefähr, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Beziehungsweise ich hatte dann das Gefühl, dass die Regierung, die hat ja so irre schnell reagiert. Das ist ja ein Gesetz in, ich weiß nicht, da war ein Vorschlag und am nächsten Tag war das Gesetz, ich weiß nicht über wie viel Milliarden Euro durch den Bundestag. Und dann habe ich gedacht, wie gibt's das, dass die Herrschenden auf einmal so an einem Strang ziehen und so schnell reagieren? Und ich habe so das Gefühl, dass alle, zumindest in Deutschland, in dem sehr, sehr reichen Deutschland, das Gefühl haben, so geht's nicht weiter. Wir hauen hier mal die Bremse rein. Ja? Die Globalisierung, die Umwelt und alles, wir machen mal einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte langsamer und gucken mal, was passiert. Ich meine, wir können es uns erlauben. Ja? Es wird wahrscheinlich nicht zusammenbrechen, das System, also das System insgesamt. Die Einzelnen, was die Ding gerade gesagt hat, dass sie gerne die Zahlen, die Silke genau, dass sie das nicht so lustig findet. Aber als System können wir es uns erlauben, weil alle das Gefühl hatten, das war es hat zu sehr geboomt, es hat zu sehr geknallt und jetzt wird alles runtergefahren, slow, slow, slow. Das fand ich irgendwie gut. Also mir hat ja Corona gut gefallen. Ich habe meine Pension renoviert in der Zeit. Ich habe gesagt, ich gehe da als Siegerin raus. Ja. Die Tatsache, dass in der Pension kein Gast ist, 2,5 Monate lang, die wird genutzt, um die auf Vordermann zu bringen. Und das habe ich auch gemacht. Und ansonsten... Ich war ein bisschen verträumt, es war ruhig. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute jetzt viel langsamer, freundlicher, höflicher miteinander umgehen. Ich auch übrigens, ich bin langsamer geworden. Und das ist gut. Freundlicher, sanfter. So, Punkt. Und nochmal, Rainer, bist du eigentlich sehr viel aktiv mit diesem Ganzen, also auf Instagram, Twitter und diesen ganzen Medien? Mit wem redest du da? Du redest auch mit den Rechten, richtig? Und wie reagieren die auf dich und was ist da rausgekommen, was spannend ist? Also das hattest du nur in dem Spiegel-Interview auch gesagt, dass du auch mit denen, oder das wurde da wie in einer Frage, wurde das thematisiert, glaube ich, dass du auch mit diesen Leuten redest. Wie geht das vonstatten? Schaltest du dich ein in diesen Instagram? Schaltest du dich auch in Shitstorms ein, die da teilweise runtergehen? Wie läuft das ab? Ich mache dieses ganze Zeug eigentlich nicht so sehr mit, weil ich glaube, dass ich lieber noch ein bisschen woanders hingucke, also meine Aufmerksamkeit woanders hinlenke. Aber ich versuche schon auch über das Internet eben doch ein paar von diesen Dingen, die mir bei dem Schauen in die andere Richtung, also noch weiter nach innen, da natürlich auftauchen, die ich dabei zu sehen meine. Darüber rede ich dann schon auch über das Internet und ich mache dann mit Christa jetzt im Augenblick, und wir sind dabei, das auch noch ein bisschen mehr zu entwickeln, so einen kleinen Sender auf oder wie man das nennen will.
wo ich dann gelegentlich mal kleine Videos mache und dann etwas von diesen Dingen sage, zum Beispiel auch zur Verschwörungstheorien. Mhm. Und dann wird sich zeigen, wie Leute damit umgehen und ob man dann vielleicht auch noch Gesprächsrunden, so wie jetzt hier diese da machen kann, wo man das dann gemeinsam noch besprechen kann, statt nur sich erstmal so ein paar Thesen anzuhören. Mhm. Das ist das Einzige, was ich da mache und das genügt mir eigentlich auch, muss ich sagen, weil das entspricht dem wie früher auch. Ich meine, was wir jetzt erleben, ist genau das, was wir 68 eben erlebt haben. Wir haben mit jedem geredet über alles und haben versucht natürlich, klar wollten die meisten nicht, aber und fühlten uns wirklich mit allen verbunden und fühlten, dass sie wunderbar sind und so weiter. Haben die uns bald gezeigt, dass wir uns da schwer getäuscht haben, aber einen Augenblick lang sahen wir das, nicht? Und ich denke, und ich habe das dann ja, wie ihr wisst, weiterzuleben versucht, dieses sogenannte 68er-Gefühl. Und das bedeutet eben, dass du mit jedem, ohne jedes Vorurteil, nur mit dem einen, du bist so liebenswert wie nur irgendwas und ich fühle mich dir nah, eben jederzeit redet, wenn er das will. Ich habe mir natürlich abgewohnt, jetzt die Leute so auf den Wecker zu gehen, nach dem Motto, auch über das Internet übrigens, dauernd sie anzurufen, anzureden, hört mal zu, ihr müsst auch sehen und so weiter. Sondern ich mache gelegentlich diese kleinen, sagen wir mal, Aussendungen, Posts, kann man das nennen, Selfies. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich möchte mit dir reden, egal ob er rechts ist, ob er ein Journalist ist, ob er von der Bild ist oder von den vornehmeren Medien, die übrigens das natürlich großenteils nicht tun, ich werde mit ihm reden. Meine Erfahrungen damit sind gut. Es sind immer sehr persönliche Gespräche, die vor allem immer auf das Leben desjenigen, der dann, nachdem er von mir natürlich schon ein bisschen was weiß, dann erzählt, wie er lebt, wie er ist und wo er sich befindet. Und diese Gespräche sind sehr gut. Und ich halte das für übrigens wirklich demokratisch. Die ganzen Leute, die sagen, ich rede mit denen und denen nicht, sind keine Demokraten. Nicht? Demokraten sind die, die mit jedem über alles bereit sind zu reden. Jeder Ausschluss aus diesen Gesprächen, wie wir es heute mit der AfD übrigens tun, ist eine, im Grunde genommen eine Kriegserklärung, ist also etwas, was undemokratisch ist und letztlich zum Faschismus führt. Ihr wisst ja, die Faschisten, mit denen redet man nicht, so denken heute die Linken, sondern die schlagen wir nur. Die machen das ja auch, nicht? Und das ist der große Irrtum, den wir damals ja auch begangen haben. Klar haben unsere Eltern uns geschlagen, als wir ankamen und sagen, komm, lass uns doch mal reden, ob es eine bessere Welt gibt und so weiter. Aber du darfst nie darauf eingehen, wenn dir jemand Krieg anbietet, nicht? Und das haben wir leider damals getan, habe ich dann nicht mitgetan und habe dann hinterher eben natürlich versucht, auch wieder dahin zu kommen und bin meiner Ansicht nach auf diesem Weg wieder dahin und fühle mich heute deswegen gut. Meine anderen Leute sind großenteils tot, die Aktiven, nicht? Also ich kann nur sagen, das ist gut und ich rede darüber gelegentlich, aber nicht mit der großen Anrufe, auch über Internet, nicht durch viele, viele, viele kleinen Postings, eben mit Menschen gerne darüber und ich finde das gut, aber man kann natürlich sagen, die wenigsten verstehen es. Es sind nur ganz wenige, die dann mit mir reden wollen und die übrigen, die schreien halt weiter rum. Und du machst das dann auf Instagram oder auf Facebook oder wo bist du da? Und ich schaue mir alles an. Also ich bin jeden Tag mehrere Stunden im Internet. Ich schaue mir alles an und selten nur allerdings mische ich mich irgendwo ein, indem ich selber was poste. Aber ich sehe es, wie dieses große Gespräch, nicht dieses große Tagebuch, eigentlich das Internet, wie das gerade läuft. Ich lese aber auch Zeitungen, natürlich auch noch alte Holzmedien, aber eben doch vor allem das Internet. Und ich glaube, dass man da inzwischen ein relativ gutes Bild davon bekommt, was läuft. Nicht? Mhm. Klar, wir wissen ja, das wird ja auch wieder reguliert. Nicht? Es werden wieder allen möglichen Leuten verboten, sich zu reden. Ich finde, wir müssen es wirklich nicht nur aushalten, sondern sehr viel ernster nehmen, wenn Leute so einen Wahnsinn jetzt bringen. Nicht? Mhm. Angesichts des Internets, angesichts von Corona, nicht diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die uns da anschreien, nicht und so weiter und ja auch gewalttätig zum Teil werden. Wir müssen das aushalten. Das sind wir auch. Mhm. Das sind wir auch. Hat keinen Sinn zu sagen, du bist verrückt. Mhm.
Es ist im Gegenteil sogar gut, wenn Leute verrückt werden an dieser sogenannten Normalität und sagen, ich sehe das jetzt völlig anders. Und wenn du das nicht auch so siehst, dann kannst du mich mal, also auf Deutsch, in solche Glaubenssysteme, in solche Sekten abtauchen, wo sie erstmal mehr zu verstehen glauben, als mit dem normalen Gerede, auch im Internet, eben das sagt, ja, man darf die Leute nicht beschimpfen und man muss höflich sein und, nicht Netiquette und all diesen ganzen Kram. Und wenn ihr das nicht tut, dann wird euch das verboten, wird euch das Wort abgedreht, nicht? Geht ja heute auch bei Trump so, nicht? Der sagt ja auch Sachen, die den Leuten natürlich zum Teil ja, wehtun, so genannt, also die sie verrückt machen könnten. Und da kommt jetzt auch Twitter und sagt, das kannst du nicht machen. Da kriegst du jetzt von uns einen Hinweis, dass das Fake News ist. Nicht? Nachdem er immer sagt, ihr mit euren Sachen seid Fake News. Also wir sind in einer großen Debatte und sollten uns ihr nicht per Verbot irgendwo verweigern. Ja. Darf, muss man sich melden oder darf man losreden einfach? Darf man einfach... In die Show. Hast du losgelegt. Ich hab mich extra hübsch gemacht für diesen Geburtstag heute. Ja. Hola, hola, Gratulation. In Hamburg weiß man nicht anzuziehen. Ne? Ich habe mich gefragt nach unserem Interview für den Spiegel. Ich habe unterschiedliche Reaktionen darauf bekommen. Manche sagten, wenn man in der Logik von Rainer Langhans denkt, ist es gar nicht so verrückt, was er sagt. Andere sagten, das ist ja total verrückt. Und dann hat mir ein Kollege aus China geschrieben, unser China-Korrespondent, er habe schon lange nicht mehr so gelacht. Also das für ihn war es eher eine Unterhaltung oder eine Comedy. Jetzt habe ich mich gefragt, ist es dir egal, wie die Leute reagieren? Hauptsache, es wird wahrgenommen oder schmerzt es dich, wenn man es nur als Unterhaltung sieht, was du gesagt hast? Wie reagierst du auf diese Reaktionen? Naja gut, ich bin ja seit 50 Jahren ein anerkannter Idiot, wenn du so willst, und habe natürlich diese Shitstorms, die Leute heute so schlecht ertragen, unablässig eben natürlich über mich ausgegossen gesehen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe es inzwischen. Früher habe ich das dann doch sehr unangenehm gemacht. Inzwischen, muss ich sagen, komme ich damit ganz gut zurecht. Sie sind alle in einer Entwicklungsstufe, wo sie sowas für verrückt halten müssen. Ist ja richtig. Ich bin tatsächlich nicht mehr so in dieser Welt. Und natürlich sagen die dann zurecht, du bist verrückt. Okay, das ist doch okay, das ist doch richtig. Die Frage ist, ob wir jetzt darüber nicht reden können oder ob wir doch tatsächlich trotzdem, trotz dieser Zuweisung, dass der andere so anders ist, dass er schon außerhalb meiner Reichweite irgendwo sich zu befinden scheint, ob ich trotzdem noch mit dem ein bisschen Kontakt unterhalte, nicht? Und da schlage ich eben vor, wir sollten das doch tun. Wir haben gerade so einen Verrückten in Amerika da ganz oben, nicht? Und der zwingt uns ja dazu, uns mit diesem dritten Zeug zu beschäftigen. Und ich habe die Möglichkeit nicht, muss also hinnehmen, dass viele Leute mit mir nicht reden. Er hat die Möglichkeit, nun als der große Weltunterhalter geradezu mit diesen Dingen gehört zu werden, nicht über Twitter. Und ich finde das gut, weil die Leute werden natürlich zuerst mal lange schreien, wie sie es ja gerade noch tun, aber einige gibt es ja schon, die sagen, er ist der große Heiland, nicht? Und manche sagen vielleicht sogar, ja, da hat er doch mal was richtig gemacht und so weiter. Der wollte es nicht und der hat ja auch keine Ahnung, der ist ja völlig blöd. Aber da hat er versehentlich was richtig gemacht. Also ich finde, wir sollten dieses Phänomen von einem Verrückten, der uns alle in die Verrücktheit führen will, ernster nehmen. Denn ich glaube, dass wir um diese Verrücktheit auf Dauer nicht herumkommen werden, die er zunächst mal und von uns entsprechend beschimpft schon ein Stück weit betreten hat. Und wer hatte diese tolle Fotoidee nochmal an den Alexander, ne? Alexander von Kühn, richtig? Da hatten wir gar nichts mit zu tun, sondern diese Fotos gab es schon und Rainer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass der Sven Lohmeier diese Fotos gemacht hat und dann haben wir die gesehen und gesagt, das ist der Hammer, ja. Und dann hatte unser Layout, also wir sind ja alle im Homeoffice auch und sind dann per Teams oder Telefon halt noch miteinander verbunden und der Layouter, ich habe das Layout mir dann angeschaut. Und dann war das Schwarz-Weiß-Bild von Uschi und dir war groß und dieses Neue im Museum war klein. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ich würde es andersrum machen. Ich habe gesagt, also du bist zwar der Experte als Layouter,
aber mach doch das Museumsbild groß und das alte mit Uschi, das kennt man ja, mach das klein. Und es, dann hat er das gemacht und sagte dann selber, er findet es so viel besser. Ja? Das ist ja super, ja. Das war echt toll. Ja. Und hattest du, wie kam das Interesse, da hattest du schon mal vorher mit Rainer gesprochen oder wie kam das dazu, dass du jetzt sagtest, das mache ich jetzt, das Interview? Wie kam die Geschichte? Dein Interesse? Ich habe Rainer besucht im Januar 2011, kurz vor dem Dschungelcamp. Ah, ja. Und da war ich relativ frisch beim Spiegel. Also ich bin jetzt, im Oktober habe ich 10-Jähriges beim Spiegel. Also das war so eine meiner ersten Geschichten. Okay. Und ich schreibe am liebsten über Leute, die schon ein bisschen reifer sind, weil es ist zwar spannend, Leute, die jetzt so gehypt werden wie, weiß ich, wie Rezo oder wie es Lena Meyer-Landrut eine Zeit lang war, aber ich finde, die Alten haben halt mehr zu erzählen, die können auch was zurückblicken, deswegen mache ich am liebsten so die älteren Herrschaften und dann habe ich Rainer besucht damals und habe auch die netten Damen alle kennengelernt und dann waren wir noch bei euch um die Ecke in so einem veganen Lokal. Und leider haben wir dann nicht mehr so Kontakt behalten. Und dann habe ich neulich auf Instagram so einen Talk angeschaut von Sascha Hellen. Das ist ein PR-Berater aus Bochum. Und der hat in der Corona-Zeit anfangs jeden Tag und jetzt nur noch sporadisch so einen Instagram-Live-Talk, wo er jemanden zugeschaltet hat. Und diese Reihe hat sehr low begonnen. In der ersten Folge war ein Mönch. In der zweiten Folge war ich zu Gast und irgendwann wurden die Gäste dann immer wichtiger. Dann kam Wolf Zukowski und irgendwann kam Rainer. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, Mensch, Rainer. Und das sieht ja noch so aus wie damals und ist ja lustig. Und da habe ich gegoogelt und habe gesehen, Rainer wird ja 80 demnächst. Und dann habe ich bei uns gesagt, lasst uns da was machen. So, und so kam das dann und eigentlich war das für online geplant. Und dann hat die Kollegin mich mittwochs früh angerufen und hat gesagt, ich muss dir was gestehen. Ich habe das der Chefredaktion gezeigt und die haben gesagt, wir müssen das ins Heft nehmen, nicht nur online. Und so kam dieses Interview ins Heft. Okay, schön. Genau. Ja. Eine Fußgängerin. Genau. Oh. Wünsch dir was, Meister. Wünsch dir was. Okay. Herrlich. Herrlich. Das ist dermaßen scharf. Wieso hast du das so scharf gemacht? Nicht so scharf. Was ist denn Wer ist denn noch dabei? Da sind doch so viele und alle sind so still. Die anderen sind alle stumm geschaltet. Ist das so gewollt oder nicht? Nö, kann ich. Hallo Brigitte, hörst du mich? Ach, hallo Jens. Hallo, sei gegrüßt. Ja, jetzt funktioniert mein Mikro auch, also ich kann jetzt reden. Ne? Mhm, gut, gut. Ich muss mal gucken, wer da noch alles ist. Ich weiß, hier oben weiß ich noch gar nicht. Wo ist denn die deine Liebste? Die ist noch unterwegs, die läuft ein bisschen. Ah. Die genießt das Wetter heute. Habt ihr schönes Wetter? Bei uns ist es, ja, jetzt wird es... Ja, so ein Mix, ne? Also geregnet hat es heute Nachmittag mal, aber jetzt ist die Sonne zum Abendbild rausgekommen. Und ist noch recht schön. Ist da die Steffi und der Max gekommen? Ja. Gut. Ich komme gleich runter, aber weil hier funktioniert nämlich alles. Da unten hat mich. Hallo. Buonasera. Hallo Rainer, Abend. Warte, der begrüßt gerade jemand. So. Schöne Suppe. Hallo Rainer. Hallo. Rainer will dich gerade begrüßen, aber ist schon wieder weg. So, wo bist du, Brigitte, bei dir zu Hause? Ja, ja, weil hier oben funktioniert ja alles, da unten hat ja nichts funktioniert. Ja, aber schön, dass es direkt geklappt hat, das freut mich. Ja, alles klar. Jetzt wusste ich ja, wie es geht. Durch dich. Okay, gut. Nee, hatte ich die... Rainer, hatte ich die Welt online nochmal kontaktiert wegen eines Interviews für euch? Ich habe gesagt, diese komische Spender da, die hätte
irgendwie sich da zurückgezogen aus der ganzen Geschichte. Dann haben sie, ich vergesse, ich war meine Mutter im Krankenhaus gewesen. Mhm. Ja, die konnte das nicht erklären. Da haben sie mir so eine Frau geschickt, die wollte das machen, das Interview, haben wir ein schönes Interview gemacht. Ja. Dann hat die kurz darauf angerufen und hat gesagt, nee, da steht ja jetzt schon was im Stern, da machen wir das nicht. Also das ist ja total bekloppt. Okay, das habe ich denen ja gesagt. Ich habe denen gesagt, wenn es nicht zu spät ist. Ich habe das wirklich erst letzte Woche, als mir Christa das Spiegel-Interview geschickt hat, da hatte ich es auch erst wieder auf dem Schirm und ich hätte das einfach machen können. Ich konnte diese Woche nicht, weil meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Die ist genau an deinem Geburtstag, also gestern, operiert worden. Wir haben sie am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht und ich hatte echt keinen Kopf. Und ich habe gedacht, so schaffe ich jetzt alles nicht. Ich bin Mittwoch erst nach Detmold gefahren mit dem Zug von Paris. Jetzt bin ich gerade eben, deswegen war ich auch zu spät, erst in Berlin angekommen. Jetzt bin ich also in Berlin. Und bleib eine Woche in Berlin, gehe dann wieder zurück. Meine Mutter ist im Krankenhaus. Man kann sie da auch nicht besuchen wegen Corona. Und wenn sie aus dem Krankenhaus wieder da ist, bin ich dann wieder bei meinen Eltern und muss dann halt kochen und unterstützen und so weiter und so fort. Und das habe ich halt auch vorher jetzt schon gemacht. Und daher, deswegen habe ich gedacht, so nee, also habe ich jetzt gerade so leid es mir tut. Und außerdem online für so... Es ist auch einfach sehr viel Arbeit für sehr wenig Geld. Und dann habe ich gesagt, auch wenn ich jetzt dringend Geld brauche, wenn ich anfange, für so wenig Geld zu arbeiten, kann ich irgendwann es gar nicht mehr. Und ich habe es einfach auch nicht geschafft. Es online ist ja immer ein schlecht bezahlteste von allen, weißt du so. Ich finde den Unterschied ganz schlimm eigentlich als schreibender Journalist. Du kannst online immer sehr viel schöner und leichter Dinge unterbringen, aber... im Grunde kannst du davon dann nicht mehr leben. Da musst du Erbe sein oder jemanden, der deine Wohnung finanziert oder so. Das ist einfach sonst nicht mehr zu machen. Das ist ganz schwierig. Also daher. Auch die Geschichte. Schreibst du für verschiedene Zeitungen? Ja, ich bin Freiberufler aber hauptsächlich für die Welt. Mhm. Hauptsächlich für die Welt, aber halt eben auch, für die Welt hauptsächlich, für die Icon, die Beilagen halt. Und für ab und zu Brigitte, aber die ganzen Gruner und Ja-Medien haben also mehr oder weniger, außer jetzt im Aktuellen, haben die mehr oder weniger einen Ankaufsstopp. Also die dürfen jetzt gerade im Moment, müssen sie ihre Archive erstmal aus drucken. Die kaufen keine freien Texte von außen mehr an im Moment. Also du kannst gar nicht für Gruner und Ja kannst du komplett vergessen zu arbeiten im Moment. Für einen Stern oder so. Die kaufen nichts an von außen. Das ist wirklich schlimm. Also wie gesagt, also gerade jetzt ich bin halt im Kulturbereich oft, Mode vor allen Dingen, Luxus, all das, was gerade im Moment überhaupt nicht geht. Und die ganzen Hefte erscheinen einfach auch teilweise gar nicht. Das Lufthansa-Magazin, für das ich viel schreibe, erscheint im Moment überhaupt nicht, weil die Flugzeuge am Boden sind. So. Also, haben die dann Ausgaben ausfallen lassen tatsächlich? Ja, sicher. Also vor allem Flugzeuge erscheinen im Moment. Lufthansa Magazin erscheint gerade überhaupt nicht. Die Leute sind freigestellt worden und arbeiten jetzt für Territory, für die anderen Dogs und was weiß ich, was die da noch für Magazine haben in Territory Verlag. So. Ja. Und das ist im Moment gerade echt, also gerade Online-Geschichten sind halt einfach, sind mit 200, 250 Euro einfach, da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt und das ist einfach, du kannst davon nicht leben, wenn du in Paris bist, das geht einfach nicht. So. In Paris lebst du? Ja. Wow. Und das hat immer, jetzt hat 9 Jahre lang gut geklappt und jetzt muss ich mir was überlegen. Also erstmal untervermieten, dass man die Mieten nicht mehr bezahlen hat. Ich muss mal gucken. Also es ist schwierig. Und ich glaube, die zweite Welle kommt. Es wird jetzt schon wieder gesagt, also ich komme ja gerade aus dem Kreis Gütersloh, wo Tönn jetzt eben ist, ne? Und jetzt sind sie schon dabei, die wollen jetzt den Kreis Gütersloh wieder schließen, also eventuell den kompletten Lockdown machen. Ich muss mal gucken, wie ich wieder zurückkomme. Also keine Ahnung. Es ist alles nicht so leicht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Und ich habe jetzt auch mal lustigerweise, wenn ich mal gucke, so für französische Medien, da sieht es noch schlimmer aus, da habe ich... Freundin, da sitzen junge Journalisten jetzt auch nochmal zu sagen, die jetzt gerade anfangen, also junge, die drei, aber so jung sind die jetzt auch nicht, das ist 30, ja. Da war ich auf einem ganz interessanten Demokratieforum, das war super interessant, von der New York Times in Griechenland haben die das organisiert und da war ich dort und habe da eine größere Geschichte geschrieben für die Welt und da war eine junge Online-Journalistin aus Frankreich da. Und ich habe sie dann mal irgendwann
sie hatte was in ihrem Hotelzimmer vergessen, das habe ich mit zurück nach Paris genommen und habe ich sie danach gefragt, was sie eigentlich für so einen Artikel bekommt, für so ein Online-Magazin. Und dann sagte sie 60 Euro. Das ist ja aber das ist, wir waren 4 Tage in Griechenland und haben 4 Tage lang uns da wirklich tolle Philosophen, das waren interessante Leute, da war auch der Steve Bannon zum Beispiel und Bernard-Henri Lévy, die haben dann da diskutiert. Also es waren super spannende Leute und es war alles eigentlich eine ganz gute Sache, aber da kam dieses junge Ding und hat dann dafür 60 Euro bekommen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt den Zug zum Flug bezahlt haben, also der Rest war ja alles bezahlt, das war ja eingeladen, aber ich frage mich immer, ob die 30 Euro, die die RER zum Flughafen kostet, ob sie die dann auch noch von den 60 Euro bezahlen muss. Dann bleiben ihr 30. Also, ich meine, Wahnsinn. Dahin geht der Journalismus und dann fragt man sich halt auch irgendwie. Und das liegt aber auch daran, dass die jungen Leute auch nochmal was jetzt im Rainer auch immer sagt, dass dieses Internet ja so eine tolle Geschichte ist. Wenn ich mir die jungen Leute angucke, die wollen aber, die können gar nicht mehr länger als 3 Sätze oder alles, was irgendwie nicht in Hashtag passt, ist schon zu kompliziert und wird dann gar nicht mehr tiefer durchdrungen. Also und alles, was nicht irgendwie so Instagram-Häppchen-mäßig, alles, also Texte werden immer kürzer, weil die Leute gar nicht mehr so viel lesen wollen, dadurch, dass sie so viel konsumieren. In allem, auch in Informationen. Ja, wie, hallo? An allem. Und das ist... Hallo? Hallo? Da würde ich auch noch mal gerne mit Rainer drüber reden, ob das nicht Hallo? Zu viel ist. Wie sehe ich euch denn? Indem man... Wer ist denn da? Ein Matthias, irgendwie. Wo denn? Komm zur Tür rein. Nee, das ist irgendwas in Amerika. Was? Irgendwas in Amerika? Matthias, klick einfach auf den Link, den die Christa verschickt hat und wähle dich mit dem Zoom ein, weil du bist im Moment, glaube ich, nur per Telefon verbunden. Ach so, ja. Ich würde jetzt ganz gern noch mal was sagen zum Rainer, weil das fand ich jetzt sehr mir aus der Seele gesprochen, wie du das Ganze zusammengefasst hast, wie du die Situation siehst mit Corona. Und auch was das für die Welt und für uns als Entwicklung bedeutet. Für mich persönlich hat sich auch nicht so viel geändert in der Zeit, weil ich, so wie ich lebe, halt jetzt auch weitergelebt habe. Ich weiß nicht, ob die Leute den Sprung schaffen. Ich will auch da nicht Messias spielen oder sowas. Nur bei vielen sehe ich halt zum Beispiel die Rückholtour mit dieser Rückholaktion, die 200.000 Leute, die schon wieder in den Startlöchern stehen, wieder nach Mallorca und dorthin zu fliegen. Ob dieses Bewusstsein, dass wir für die Welt was ändern müssten, wenn wir weiter hier leben wollen, ob die das schaffen, das umzustellen oder ob das einfach jetzt mal so eine Phase war und das dann wieder so weitergeht wie vorher. Also ich denke, die Leute, die bisher bewusst gelebt haben, werden das auch weiterhin so machen und vielleicht ein paar mehr. Also gerade mit dem Fleischkonsum, ich finde das toll, dass es in dieser Fleischfabrik jetzt gerade ist, weil das noch mehr ins Bewusstsein gerät. Und nicht in Brasilien werden ja diese Regenwälder mehr abgebrannt als vorher, vor der Corona-Krise, obwohl da so viele Menschen sterben, damit das Futter, das Soja gepflanzt werden kann für Tiere und damit oder wie die gehalten werden, die Tiere überall hier. Also es ist wenn man sich das bewusst macht, dass das Lebewesen sind, es ist schon eine Katastrophe. Und ja, aber auch auf der anderen Seite finde ich so toll bei dir, Rainer, dass du zu jedem offen bist, mit jedem zu reden. Das finde ich so schon eine Grundvoraussetzung, wenn sich was ändern sollte, dass man den anderen anhört, der sich auch, du sagst, Nähe herstellen und Kommunikation und Kontakt. Das wünscht sich ja im Grunde jeder Mensch. Und über diesen Weg, denke ich, kann was passieren. Und darum, wie gesagt, deine Rede hat mir sehr gut gefallen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber ich sehe euch so nicht. Die Stimme habe ich schon wieder erkannt.
Schwänze. Gibt's schon so. Hallo? Hallo? Rainer? Ja. Hi. Hier ist René. Bild. Langweilt sich das nicht alles gerade? Hör dich, aber mach dein Video an. Akustisch? Ja, man hört dich akustisch. Ich wollte erstmal Hallo sagen. Es ist auch neu für mich, so eine Art Konferenz. Was machen da sonst die Konzerne? Aber wenn ich so zuhöre, euch allen, merke ich ständig, es sind alle Opfer irgendwie oder generieren sich als Opfer. Ich nicht. Echt? Ich ja, nicht. Brigitte hier, ich nicht. Ich mich auch nicht, ehrlich gesagt. Also das ist ja. Also... Was willst du? Ja. Heißt? Kommt denn da drauf? Wir sind Opfer von Corona, oder was? Nein. Es gibt halt wahnsinnig viele Menschen, die jammern und Angst haben und Angstfilme haben. Und ich wohne auch seit 4 Monaten wieder in München, was ich hier ja so erlebt habe mit übertriebener Angst. Ich war dann in Schweden zwischendurch, ich war auch in Holland. Und da die Menschen erlebt, wie sie also gesagt haben, okay, dann sterben eben, was ich, ein paar tausend Menschen mehr. Aber dann geht die Herdenimmunität endlich mal durch. Und wenn man da so aktuell gerade Tönnies anguckt mit 1000 Infizierten, der wird wahrscheinlich einer oder gar keiner sterben. Und wenn man dann die Immunitätszahlen nimmt von Zastro, Hygieneinstitut, wo sie dann auch in Göttingen, Heidelberg einfach mal von 3000 Menschen getestet haben auf eine Immunisierung, da waren auf einmal fast die Hälfte, 50% immunisiert. Und das ist überhaupt nicht hochgeladen worden. Das ist, weil ich denke mal schon, wenn, dann kommt es spät im Herbst vielleicht noch mal wieder, im November, so wie die spanische Grippe. Aber jetzt, so wie das alles ausschaut, können 20.000 Menschen zusammen sein und sie werden nicht sterben irgendwie. Dann würden ja auch bei den Schlachthöfen in den letzten 2 Monaten, wo ja mehrmals hunderte Menschen auch in Holland erkrankt oder infiziert waren, ist kein einziger gestorben von diesen Arbeitern. Und ja, wenn ich das, wie gesagt, so sehe, und ich habe den Streit dann jeden Tag mitbekommen, weil ich habe dann Drosten und so weiter und Craig, wie sie alle heißen, sie haben sich weit aus dem Fenster gelehnt, und aber den Herrn Zastro, der eigentlich der sogenannte Hygienepapst ist, der wurde eigentlich so gut wie gar nicht beachtet. Und der Pathologe aus Essen, der hat 400 Corona-Infizierte obduziert und er hat gesagt, das waren alle schwer erkrankt. Er hat keinen einzigen sogenannten Gesunden erlebt, wo das Coronavirus also gleich irgendwie innerhalb von wenigen Stunden, sage ich mal, zu einer Katastrophe führt. Und das, ich habe da so viel Wissen angesammelt jetzt, und habe ich da mein eigenes Leben versucht, mal nochmal zu recherchieren. Ich habe Denguefieber gehabt, 2-mal. Ich habe Malaria gehabt. Ich habe Hepatitis A, B und C gehabt. Ich war viel im Dschungel. Und wenn man einfach so wie Rainer gesund lebt, mit 80 Jahren und vegan ist und Vitamine zu sich nimmt und sich nicht so wie stresst und nicht ejakuliert, vor allen Dingen als Mann, dann hat man ein sehr, sehr gesundes Immunsystem. Und dann hat man auch all die Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Und ich habe ja Rainer vor 30 Jahren kennengelernt und da habe ich ihm damals schon gesagt, da in Berlin, in Kreuzberg, ey Alter, du wirst wahrscheinlich doch 100 werden. Und sieht genauso danach aus jetzt. Ja, wir wünschen auf jeden Fall Rainer ein langes und gutes Leben. Jawohl. Das wünschen wir uns ja alle. Dann müssten wir jetzt das Happy Birthday singen. Ja, ich kann nicht. Nein, bitte nicht. Oh, wir müssen Rainer fragen. Rainer, magst du? Was? Nein, ich finde das. Nein, okay. Ah ja, schon. Es wäre mir jetzt auch zu peinlich an Rainer, weil er möchte
zu Recht kein Guru sein. Er sagt immer, er ist ein Schüler, aber er wird als Guru von vielen Leuten angesehen, oder die ihn auf ihn projizieren. Das ist ein hochgradiges Problem. Das ist eine schwere Schule auch für Rainer gewesen. Aber wenn immer ich als René in all den 30 Jahren mal gekommen bin und wollte einen Rat haben, war er wirklich immer offen. Und was ich an Rainer schätze, extrem schätze, ich kenne ihn wirklich 30 Jahre, dass einer wenigen Menschen ist, der in einer Konferenz oder in einer Meditation oder in einem Saal, ich habe ihn kennengelernt vor 30 Jahren, wo wir zu wirklich 100 Leute alle akademisch bla 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 in Schlafsäcken 3 Tage lang über die sogenannte deutsch-deutsche Visionssuche philosophiert haben. Und der Rainer war für mich der Einzige, und da waren viele Professoren dabei, Arnold Kaiserling und Rudolf Barrow und andere Professoren. Und der Reinhold war in der Lage, ein Setting ging manchmal 6 Stunden lang, da haben wir eine Pause gemacht und da konnte jeder mal antworten, und da hat der Reinhold es geschafft, 6 Stunden alles inputmäßig aufzunehmen und dann in einer Stunde all diese 6 Stunden Inputs wieder sezierend darzulegen. Das war für mich eine unglaubliche Leistung, die ich noch nie wieder in meinem Leben. Ich habe Brecht kennengelernt, wie sie alle heißen, Alexander David Brecht. Und aber da diese analytische Intelligenz, die Rainer hat, das ist eine Hommage für mich. Und wenn dann die komischen anderen alle schreiben, oder Stefan Seibert, die Regierungssprecher, wo Rainer Lang aus meiner Sendung war, bei NDR oder bei Markus Lanz, was weiß ich was, was sie dann hinterm Rücken sagen, ja, der Rainer hat ja eine Macke oder ist ein skurriles Kerlchen oder hat ja auch eine Vollmeise und so weiter. Das hört man ja immer wieder hinterm Rücken. Oder wenn er dann sagt, im Körperprogramm, ihr mit eurem Körperprogramm, und die anderen haben dann entplatzte graue Haare und sehen scheiße aus und sind völlig gestresst. Und wenn ich dann wieder diesen Rainer sehe mich erfreue daran und auch in seinen Haaren, meine Haare sind auch noch nicht grau, okay, aber ich bin erst 56, dann freue ich mich einfach. So, ich gebe es dir bald wieder weiter, der Sinn des Lebens ist wirklich irgendwie, ja, umarmen, Freude, singen, tanzen, Meditation. Meditation ist wirklich ein hochgradiges Mittel, die Seele anzuhalten zu lassen. Aber wenn man zu viel meditiert, braucht man nur in unsere deutschen Psychiatrien oder in amerikanischen Psychiatrien zu schauen oder auch die indischen Psychiatrien zu schauen, wie Menschen bei der Meditation hängen bleiben. Also das, jede Psychiatrie hier wirklich hat, ich sage mal in Anführungsstriche, auch Opfer der Meditation, die dann zu lange in diesen Input gehen der Meditation und dann irgendwie nur noch so esoterisch dastehen. Vor allem die Frauen haben das Problem und auf einmal nur noch Bäume umarmen und der Welt entsagt haben. Also das ist alles, ja. Okay, seid ihr wieder dran. Ich bin René. Hallo. Hallo. Ja, spielst du noch Tischtennis? Ich muss wieder was sagen. Nächste Woche ist schönes Wetter. So, jetzt können sie dich hören, jetzt, und du kannst sie hören. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ach, endlich. Also, Rainer, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte dahin, wo du bist. Ja. Geiles Interview im Spiegel. Sehr oppositionell und erkenntnisreich und tief erkannt, ja, dass Trump die Avantgarde von was ganz Neuem ist, disruptiv, ja, das alte System durcheinander stürzt, ja, und er ist die Avantgarde. Also herzlichen Glückwunsch, du hast es kapiert. Die anderen verdrehen die Augen, aber mir ist das scheißegal. Du bist ein Buddy, du bist der Space Cowboy. Du hast es wirklich, du hast es wirklich verstanden, mein Lieber. Du hast es verstanden. Ich kann mich nur verneigen. Ja? Ist das da hinten die. Wer ist denn da noch auf dem Sofa? Ist sie Gisela? Ja. Ja. Gisela. Hallo. Hallo. Du wirst gleich ohnmächtig, Gisela, ne? Bei dem, was ich erzähle.
Aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich. Ich denke oft an dich. Ich liebe deine Instagrams. Ja, genau. Und unsere gemeinsamen Erinnerungen an Jutta. Ja. Ja. Ja, Jutta ist im Geiste dabei. Mensch, Rainer, du siehst gut aus. Du ja. siehst richtig gut aus. Da möchte ich hin, wenn ich 80 bin. Da möchte ich hin. 10 Minuten. Christa, ne? Siehst auch gut aus. Wer ist denn der Herr zwischen euch beiden? Mich? Wer ist denn der Herr zwischen euch beiden? Der Christopher. Wer bist du denn? Der Christopher. Ach, der Christopher. Hallo, Christopher. Hallo. Wir müssen jetzt zusammen schauen, das wolltest du ja nicht. Was wollte ich nicht? Hier draußen Zeller. Causa Zeller? Ich kann nur sagen, es ist ein wunderbares Bild und man sieht mir meine 66 Jahre auch nicht an, oder? Man aber selbst wenn. Man sieht dich nicht. Ja, Mensch, Rainer, also vielleicht sollten wir da auch nochmal wir ein Interview für Tichy machen mit dem Alexander Wallach. Wollen wir das mal machen? Er wollte, aber tut nicht. Er wollte, aber tut nicht? Ja. Also ich will. Und dann mache ich das eben im Zweifel alleine. Weil ich finde das so interessant, was du erzählt hast, diesem Alexander Kühn vom Spiegel. Der ist ja auch da, ne? Alexander? Ja, ist da. Alexander? Hallo, Matthias. Gutes Interview. Ja, egal. Danke. Gutes Interview. Wo bist du? Wie kriege ich dich hier? Bin hier. Hörst du mich? Siehst du mich? Hören tue ich dich. Hören tue ich dich. Okay, nein, das war wirklich... War wirklich ein gut kontroverses Interview. Ich nehme an, beim Spiegel bist du geschlachtet worden dafür. Aber nein, seit du nicht mehr da bist, ist es sehr nett beim Spiegel. Da gehen wir alle sehr nett miteinander um, Matthias. Alexander, ich war doch immer der Hippie. Ich war doch der Friedfertigste von allen. Stimmt, ja. Ich hab's vergessen. Ja, siehst du? Na, Mann, yes, yes. You have to think about it. I am Matur Singh, you know. I'm very pleased. I'm very nice to people, you know. If people are nice, I am also very nice. Ja, jetzt, aber ihr habt keinen Joint, keine Wasserpfeife auf dem Tisch. Das wäre jetzt eigentlich nett. Aber sowas machen wir ja nicht mehr, ne, Rainer? Vergangenheit. Totale Vergangenheit, oder? Ja. Ich bin jetzt seit einiger Zeit hier an der Ostseeküste mit meinem Sohn und meiner Frau und habe Natur pur. Also ich bin Stadtflüchtiger, bin hier an der Flensburger Bucht, Gelting heißt das. Und es gibt, glaube ich, Schatz, wie viele Leute gibt es hier? Ich glaube, es gibt 1000 Einwohner und 1200 Rinder. Also die Zahl der Rinder übersteigt die der Menschen. Dran, philosophisch. Was? Komme ich wieder rein jetzt? Ja, wie kommst du da rein jetzt? Wie kommst du da jetzt wieder rein? Kommst du wieder raus? Kommen Sie rein, können Sie ausgucken. Ja, hieß doch der Spruch. Bitten Sie, um zu sprechen. Jetzt, oh, der war gut. Der war aber nicht von mir. Das hört man sich doch. Also, nee. Wer lacht denn da jetzt? Nee. Wir lachen da jetzt. Ich kann doch gar nicht. Ich verliere hier langsam den Überblick. Ja, das ist gut so. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also es ist auch schwer für mich, mich zu orientieren hier.
Rainer, erinnerst du dich noch an unsere Karussellfahrt? Ja. Da habe ich mir fast eine Lungenentzündung geholt. Ah ja? Ja, das war so saukalt. Ah, das war's. Auf diesem Rad. Danach lag ich flach. Ah ja. Ja. Ja, aber ich bin wieder hergestellt. Und ihr seid alle gesund und habt keine Corona? Nee. Ja. Hier kann also, gesund, ja. Gesund ist so gesund, vorbei, ja. Bei mir. Was, wer hat was? Corona ist schon vorbei hier bei uns. Keine Art Symptome. Ist vorbei, ne? Ich hatte letzte Woche tierisches Fieber, Schüttelfrost, trockenen Husten und ich gehöre hier zur Risikogruppe, seit ich meinen Herzinfarkt hatte, vor einem halben Jahr. Oh, und ich und bin dann zum Arzt gegangen und zum Testen und am nächsten Tag sagte er mir, der Test hat ergeben, dass ich negativ bin. Also ich brauche jetzt keinen Mundschutz, ihr könnt so mit mir reden, das ist völlig ungefährlich für euch. Ja, wenn ich jetzt ohne Mundschutz mit euch rede. Virtuelle Ansteckung. Der Jützel, der ist auch ein... Ich gehe jetzt noch. Kamera aus. Nee, warte. Weil wir können es ja laufen lassen, eine Kamera. Echt, wieso? Den Ton können wir ja hören. Ja, aber der Felix Schlager. Ach, der Felix. Hallo, Felix. Der Dings da. Na? Der Dings da. Ja, heute ist nicht mit vorbeischauen. Wir machen ja diese Zoom-Geschichte. Du müsstest dich da... Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Also ich werde um zu sprechen. Ich werde jetzt mal dem Alexander nochmal Bescheid sagen, dass wir das definitive Rainer Langhans Interview machen. Hallo Rainer. Alles Gute zum 80. Ich bin oben in Holland mit Sönke und Anno. Wir machen unser Männerweekend einmal im Jahr und haben Bombenwetter. Draußen ist immer noch hell. Und ich denke an dich und erinnere mich, dass wir vor 10 Jahren, Mensch, 10 Jahre ist es schon her, bei deinem Bruder saßen und deinen 70. gefeiert haben. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Geht's dir gut, mein Lieber? Bestens. Bestens? Ja. Gut. Ich habe der Christa was geschickt. Ich hoffe, sie hat es dir weitergereicht. Ein Buch, das ich gemacht habe, da gibt es auch ein Bild drin, das ich damals gemacht habe, vor 10 Jahren auf deinem Geburtstag. Nein, aber ich habe es dir auf meinem Handy gezeigt und habe gesagt, okay. Da siehst du aus wie ein Toter. Und dann hat Rainer gemeint, nee, ich lächle gerade. Nicht der Tote. Ja, alles trainiert, würde ich sagen, ja. Weißt du, mit der Musik, die auf deinem Körper gemacht wurde und dem Obertongesang, das war schon sehr bewegend, fand ich damals. Ja. Ja, alle möglichen gucken rein. Mein lieber Rainer, ich wollte nur kurz euch Tag sagen, einen schönen Tag wünschen. Ich gehe gleich wieder runter und lass dich feiern. Grüße und Küsse von uns hier oben aus dem Norden. Danke, tschüss. Tschüss, ciao, ciao. Ich will auch jetzt aufhören, wenn ihr alle nicht mehr was sagen könnt, wollt, oder? Wie sieht es aus? Ja, ich will noch kurz sagen, Rainer, du hörst von mir, ja? Wir machen ein Gespräch, ja? Tschüss und an alle und ich liebe euch und es ist wunderbar, dass es euch gibt und ich hoffe noch für sehr lange. Tschüss. Tschüss. Ja, ich wollte jetzt auch die Staffel weitergeben an die, die noch da sind, Brigitte, und mich verabschieden. Rainer,
Ich habe dir ja was geschrieben und das musst du noch lesen, WhatsApp und Christa und Brigitte und alle. Ich umarme euch. Ciao. Hallo. Ihr müsst auf Wiedersehen sagen zu mir. Wiedersehen. 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 Leere Weltall, also keine Antwort. Ich habe ich jetzt ins leere Weltall gesprochen? Nein. Wiedersehen. Wiedersehen. Rainer, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Rainer, du musst mir auf Wiedersehen sagen. Wiedersehen, Wiedersehen. Das ist nicht der Rainer, ich sehe doch, dass der Rainer. Das ist nicht so Rainer. Warte Sekund, Rainer sehen so ähnlich aus. Was? Warte Sekund, Rainer sehen so ähnlich aus, man kann die gar nicht unterscheiden. Nee, ich habe den hier und die Christa. Ja, das liegt an der an dem Weisheitsgrad. Wir haben alle den. Wir haben okay, den Höchstweisheitsgrad. Alle abgedreht. Also, ein bisschen. Und gerne ein andermal. Also das war mein erstes Mal, dass ich das mitgemacht habe. Ich bin erstaunt, wie schlecht es geht, beziehungsweise, nein, nicht, ich will niemand angreifen, aber also ich komme hier derart fragmentiert vor. Alles fällt auseinander irgendwie. Meine Antennen, die ich sonst überall ausgefahren habe, nach hinten, vorne, oben, unten, links und rechts und quer durch die Brust, geht alles nichts mehr. Ich sehe hier immer nur verwackelte Stimmen und Bilder. Grässlich, aber es wird bestimmt stimmen. In dem Sinne, frohes Schaffen, haut rein. Ciao, Rainer. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich mache jetzt aus. Aus. Ach Gott, ja, hier. Meeting verlassen, ja. Ciao. Brigitte? Ist gerade weg, glaube ich. Ich glaube, Rainer, ich muss auch mal los, weil ich muss noch zum Lars in die Bar. Der fährt morgen nach Usedom für seinen Saisonjob als Koch und der ist extra heute nur wegen mir noch ein bisschen geblieben, damit wir uns noch sehen. Und ich hoffe, dass ich es noch diesen Sommer irgendwann mal schaffe, nach München zu kommen und dass wir wieder an dem schönen See, wo wir immer mit dem Fahrrad hinfahren. Wie heißt der nochmal? Christa, wo wir immer baden gehen? Feldmoching, da nehme ich an. Genau. Ah. Ich auch immer. Dass wir das dieses Jahr nochmal irgendwie hinkriegen. Die letzten Jahre hat es ja irgendwie nicht geklappt, aber dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel reise, habe ich jetzt wieder richtig Lust und alles mit dem Zug zu machen. Und das ist doch eigentlich ganz, ganz gut, hoffe ich, dass das noch klappt. Ja? Christa? Gisela? Und Gisela, wo immer Sie auch gerade sind. Tschüss. Und Rainer, ich hoffe, dass wir uns bald nochmal nochmal in Ruhe und in echt und nicht als Zumbi treffen. Okay? Bis dann. Tschüss. Ciao. Ist noch jemand da eigentlich? Ja, ich bin noch da, Carmen. Astrid sehe ich noch, René sehe ich noch, einen Wolfgang sehe ich noch, Andrea, Sophie und Chris. Ja, ich bin auch noch da. Irgendwie. Ja, wir sind auch Christa. Noch da. Ja, genau, Christa. Hast du uns auf Stumm geschaltet? Oder? Wir müssen noch übertragen hier. Ja, ich glaube, wir übertragen noch. Jetzt habe ich noch 9 Fenster, die ich hier sehe. Ach so, ich sehe nur, sieht man die alle? Wenn man auf dem Laptop als Galerieansicht geht, dann sieht man alle, aber da kann man, oben rechts ist, also okay. Genau, dann kann man auf Galerie. Dieses Helle liegt bei mir, was ich. Und Rainer, wo kennst du Matthias Matusek her? Von diesem Stück, was er über 40 Jahre 68 gemacht hat oder vorher schon? Ich glaube vorher schon, ja. Wir haben schon vorher mal Kontakt gehabt. Ich glaube doch, da war er schon beim Spiegel schon auch. Ja. Da war er noch Ressortleiter für die Kultur. Ja. Aber das war ja auch das Ganze, da hat er ja gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wo ich ihm das erste Mal begegnet bin. Aber schon länger, ja. Also ich finde es erstmal einerseits total gut. Unkonzentriert, aber das genau ist auch die Geschichte wieder an. Wo bist du denn? Wer ist das?
Das ist der Wolfgang Jassmann. Ah, okay. Vernünftig. Ja, ja, genau. Weil wir hören dich nicht. Also das ist beides. Wer ist denn das? Du musst deinen Ton anstellen. Wolfgang Jassmann. Er hat aber eigentlich Ton. Ja? Also ist zumindest kein durchgestrichenes Mikro. Also eigentlich müsste der Ton da gehen. Das sieht so dramatisch aus. Ja. Das sind eigentlich überwiegend Journalisten hier, oder? Ja. Ja, ich bin ja auch keine Ausnahme. Die reden halt. Hm? Die reden halt. Ja, wobei gar nicht so viel heute. Viele Aber Christa hat noch gar nichts gesagt. Das ist so schade. Christa ist nur da und sagt gar nichts. Dabei, Christa ist doch die Organisatorin, oder? Ja, muss ich da, das reicht doch, oder? Muss ich ja nichts mehr sagen. Doch. Ja, irgendwie, es ist schwierig, dieses Thema, ne? Corona und wie wir unser Leben verändern. Ja, also ich habe es echt, also bei mir war es eine Chance tatsächlich, um ein bisschen mal nicht dieses, oh, ich muss auf jeder Hochzeit tanzen und so, das war, aber ich rede mich natürlich leicht. Also ich hatte jetzt nicht die Herausforderungen, mit denen viele andere zu kämpfen hatten. Das Verpass-Syndrom verpassen. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Sonst habe ich irgendwie so, überall ist immer irgendwas, wo ich sein muss und jetzt ging es halt nicht und das war super. Aber wie gesagt, ich rede natürlich auch aus einer privilegierten Situation raus. Also hat hier keine Kinder, wo ich Lehrerin spielen musste. Ich hatte keinen prügelnden Partner oder nichts. Also da gibt es sicher heraus andere Leute, die haben andere Herausforderungen. Aber ja, alles in allem haben wir schon hier nicht schlecht getroffen. Also muss ich schon sagen, aber ja, es wird noch mehr passieren. Das Leben könnte schlecht sein. Ja. Carmen, hast du das gehört? Dass noch mehr passieren wird, ja, das mag sein. Ja, mal sehen. Also ich hoffe nur persönlich, dass ich was lerne jetzt aus dieser Zeit. Und ja, und ansonsten hoffe ich halt wirklich, dass diese Frontenverhärtung, dass das nicht böse endet, ehrlich gesagt. Also das ist, ja. Aber das muss ja sein. Guck mal, wenn wir nicht jetzt zum Beispiel, nicht der Trump wird ja immer beschuldigt, er spaltet. Ja. Das geht gar nicht anders. Stimmt, da hatten wir schon mal drüber geredet, ja. Ja, das stimmt. Auch zwischen den Jungen und den Alten. Wenn einige Leute sagen, wir wollen woanders hin, und die Alten natürlich oder andere sagen, wir können das nicht. Das ist auch eine Spaltung und zwar eine sehr große Spaltung. Und nur durch Spaltungen, wenn du so willst, also durch Aufgabe des gemeinsamen Bewusstseins, in dem wir uns ja gerade zugrunde richten, können wir ja rauskommen aus dieser Geschichte. Und die Leute, die rausgehen, werden natürlich dann als Spalter angesehen. Aber in Wirklichkeit ist das die Chance, wirklich anders zu werden. Und ich glaube, wir müssen wirklich sehr anders werden. Und da nie alle einfach mit einem Schalter anders sind und sein können, wird es immer Spaltungen geben zwischen Leuten, die schon ein bisschen anderes probieren und anderen Leuten, die noch sagen, wir machen das alles gleich und hört auf mit dem Scheiß. Ne? Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es ist trotzdem, mir macht es trotzdem Angst, muss ich sagen. Aber klar, gehört dazu. Darf ich kurz mal zwischendrin sagen, ich bin da. Hallo, ich bin der Felix. Hallo. Rainer, ich habe vorhin noch einen Unfall fotografiert und habe es jetzt komplett vertrödelt. Jetzt bin ich zur Silke gefahren. Soll ich zu euch noch fahren wegen dem Foto? Bringt das noch was? Nee, hier sind schon welche weg. Insofern schwierig. Ja. Ah, Brigitte kommt nochmal runter. Naja gut, ein paar Leute sind noch da, ja. Wenn du jetzt also, dann würde ich noch kurz zu euch hinfahren, oder? Ja, gut, mach das. Ja, sag mir, ich habe die Straße aufgeschrieben, wenn du es mir nochmal kurz sagst. Clemens 116. Okay, gut. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Felix ist ein Fotograf. Er wollte nochmal online fotografieren.
Nee, der hat keinen Auftraggeber. Das wollte er erstmal für sich machen und dann irgendwie weiter. Der war auch schon übrigens oben in der Wohnung da von Lutz und so weiter. Den wirst du ja vielleicht wiedererkennen. Nee, ich war ja da bei der Party nicht da. Ah ja. Sind wir da oben ja, gemacht am 70. Ah ja. Na gut. Dann glaube ich, ist jetzt Schweigen gerade. Ja, wollen wir aufhören? Was meint ihr? Weiß nicht. Ich würde auch noch weiter reden, aber ich weiß sonst, muss halt jemand noch was sagen. Ja, hier ist René, der noch spricht. Soll ich dann? Hallo. Ja, los, Felix. Hallo? Ich wollte nur fragen, ob ich es anlassen kann. Die Silke ist noch hier. Ich bin ja nicht eingeladen. Sie ist ja nicht eingeladen, sagt sie. Macht mal ihr euer Zeug. Ich komme gleich. Ich tue mich mal raus, ja? Dann stelle ich mir das noch ein bisschen anders vor. Aber ich glaube, wir können das noch nicht so richtig. Ich finde gerade den Stopp-Knopf nicht. Da, jetzt habe ich es. Bis nachher. Ciao. Also es gibt Meetings, die sind so schwierig, sich überhaupt zu unterhalten. Und dann gibt es nur Echos und alle möglichen Hintergrundgeräusche. Hier ist wirklich auch eine Diskussion und Unterhaltung ein bisschen funktioniert. Ja, und es ist das allererste Mal und du musst wissen, viele der Leute, die eingeladen sind, sind ja auch nicht so IT-affin. Naja, ist ja logisch. Ich meine, wir müssen das üben. Ja. So viel Distanz haben wir normalerweise eben nicht. Ja. Grüße aus Technik, ja. Und Grüße aus Hamburg und Grüße aus der ganzen Welt sind hier. Aber ich glaube, das lässt sich doch gut. Aus dem Wohnmobil und aus dem. Ja, von überall haben wir die Leute gegrüßt. Also ich fand es schon. Ach ja? Aus Hamburg, aus den Niederlanden, aus überall in Deutschland. Das ist natürlich ein Vorteil, dass du da wirklich auf einen Schlag und das beim ersten Versuch wohlgemerkt. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt ein paar Mal schon Zoom-Meetings hier zusammen. Ja, das war sehr gut. Gleich beim ersten Mal und aufzeichnen könnten wir es auch. Also ich gucke mir gleich danach noch an, ob die Aufzeichnung funktioniert. Das ist immer die positive Seite. Ich habe ja viel schon gemacht mit dem und der Gruppe hier in Deutschland. Ach so, da habt ihr das auch schon gemacht? Ja. Und wie war das? Ja, hat auch manchmal auch so, aber hat auch, ich meine, die ganze Technologie, die ganze Technik ist ja noch nicht so ausgereift, also die entwickeln ja noch. Jetzt hört man dich ja, glaube ich. Doch, man hört schon. Man hört es aus dem Auge. Aber man muss auch dazu sagen, die Christa hat den Link bei Facebook und bei Twitter öffentlich geteilt. Theoretisch hätten auch jede Menge Störer reinkommen können, die das Ganze sabotieren. Ja. Von daher, ja, hier und da hatte jemand ein paar technische, es gibt Störer im Internet. Ja, also rein praktisch hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, fand ich. Leute haben sich einwählen können, die meisten haben wir per Webcam gesehen, Grüße aus der ganzen Welt sind gekommen, gleich beim ersten Versuch, weißt du? Positiv, Leute. Nee, klar, es gibt auch, ich finde es auch irgendwie verrückt natürlich, das Ganze, wie das so läuft und ich glaube, es gab auch so eine Hemmschwelle, was zu sagen, ehrlich gesagt, weil am Anfang gleich so viel Kritik kam im Chat. Da hat irgendwie im Chat wurde gesagt, man hat sich gewünscht, irgendwie, dass irgendwas anders gelaufen ist. Und dann ist so, ups, okay, sorry. Dann fühlt man sich gleich so, als muss man besonders was jetzt besonders Kluges sagen oder was für alle Wichtiges oder sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei manchen so ein bisschen eine Hemmschwelle aufgebaut hat, überhaupt was zu sagen. Und das ist vielleicht gar nicht, klar, die Technik hat bei manchen gesponnen, aber ich glaube, das ist teilweise auch Die Hemmschwelle gibt es immer, analog auch. Also, ja, eben, das stimmt auch, genau, klar. Vor allem, wenn halt Leute zusammenkommen, eben jetzt weiß niemand, wer, also alle kennen jetzt Rainer Christa und so, schätze ich mal, aber sonst, wir kennen uns untereinander. Also ich kann auch sonst nicht. Ja. Und dann schmeißt man sich erstmal rein. Können wir ja auch mal dann wieder machen, ohne jetzt diese Anlassgeschichte, nur vielleicht um ein Thema herum, oder? Also für mich ist es gerne. Wenn es gut geht. Ja, wir können noch weiter üben, das finde ich auch unbedingt. Ja.
Ja, was gut wäre, thematisch zu machen, als zum Beispiel, wenn Christa wieder so ein Gespräch mit Rainer gepostet hat und dass man dann eben daraufhin das aufgreifen kann und Leute Fragen stellen können. Zum Beispiel. Ja, können wir machen. Da ist so ein bisschen eher so ein Live-Video, wo dann Leute auch dann danach vielleicht Fragen stellen können. Oder sich unterhalten oder ihre Ideen oder was immer austauschen. Also alle Zeitungen haben darüber berichtet. Stern, Spiegel hat ein Interview gegeben. Hast du gehört? Was Interview? Der Rainer? Ja. Hi. Eins finde ich mal wirklich hochinteressant. Das habe ich vor 30 Jahren gleichzeitig von dir gelernt. Also mit der Liebe. Es gibt ja nun, es gibt die virtuelle Liebe, die erotische Liebe, die sexuelle Liebe und so weiter und so fort. Das Umarmen, die Vibrations. Und ich habe dann in verschiedenen Büchern gelesen, hüte dich vor der Ejakulation. Das war unser altes Thema. Und ich sehe dich jetzt mit 80 Jahren und kaum ein Mann begreift es, wenn er zu oft ejakuliert und sich für die Frau verausgabt und sie stresst, dass die Männer nicht genetisch 4% Glatze kriegen, sondern ich sage mal 56% Glatze kriegen. Und ich habe jetzt mit meinen 56 Jahren kein einziges graues Haar, weil ich wirklich auf viele Sachen geachtet habe in meinem Leben. Und du hast, hüte dich vor der Ejakulation, seit 40 Jahren extrem beachtet, dass du deine Haare nicht ausfallen. Weil ich habe heute Nachmittag mal aus Spaß und gestern, wo ich mit dir telefoniert habe, gegoogelt, wo so einige Gazetten dir vorwerfen, du würdest nur aufgrund deiner langen Haare noch so eine Ausstrahlung haben, dass du was zu sagen hast und nur, weil du eben keine Glatze hast, bist du noch so telogen sozusagen. Das ist unglaublich, was man da so von der NZZ, egal woher, zusammengerührt hat. Das fand ich total nochmal spannend. Und das ist, wie gesagt, das ist ein altes Wissen von dem Tantra, Kamasutra und dem Tao. Diese drei asiatischen alten, ich sag mal, Liebesphilosophien, Liebestechniken, wo es wirklich darum geht, lange Liebe machen, aber hüte dich vor der Ejakulation. Und ich habe, als ich dann in West-Berlin Philosophie studiert habe, dann gemerkt, als ich ejakuliert habe im Winter an irgendwelchen Frauen, dass ich tagelang schwach war. Tagelang habe ich einen Energieverlust gehabt. Ich wusste nicht, wohin. Ich habe auch mal Sexologen gefragt, Biologen gefragt, Chemiker gefragt. Und nach 48 Stunden sind die Spermien wieder aufgeladen, haben sie mir erzählt, tralala. Und ich habe gemerkt, nee, das stimmt so nicht. Nur im Hochsommer, wenn ich also wirklich im absoluten Hochsommer war und die Sonne auf mich draufgeknallt ist, mich gesund ernährt habe, da hatte ich eine Spermienchance. Und wenn ich dich so sehe, weiß ich eben, du hast auf diese Ejakulation seit 40, 50 Jahren sehr geachtet, dass du dich nicht verejakulierst, dass du eben keine Glatze kriegst. Er hat mir das falsch gemacht. Ja, da können wir auch mal drüber reden. Ja, können wir gerne mal machen. Wie gesagt, ich bin jetzt 56 und habe immer noch blaue Augen und keine grauen Haare und meine Haare sind blond mit 56. Also die Menschen gucken auch immer blöd auf mich, weil wenn ich in Australien bin oder Philippinen oder Malaysia und viel schwimme, das Salzwasser und die Sonne machen meine Haare dann blond. Hm. Aber ich finde, dass du ziemlich schwierig aussiehst, um es mal freundlich zu sagen. Also da musst du noch ein bisschen mehr achten. Ich nehme es gerne an, ja. Ich habe wieder zugenommen, ja. Wir haben es jetzt auch wie 2 Jahre auch nicht gesehen. Ich habe wieder zugenommen im Winter. Corona-mäßig, ich konnte nicht nach Asien fliegen. Ich habe ja 16 Kilo zugenommen bei Corona. 16? Kann ich so ehrlich sagen. Aber ich will nicht meine Vita erzählen oder mein Schicksal oder irgendwas. Weil jeder ist sein eigenes Glückes Schmied an einer bestimmten Stelle oder sein eigener Baron Mönchhausen.
Und ich weiß aber wieder, dass ich mit der Leichtigkeit des Seins wieder locker 16 Kilo verliere in, weiß nicht, 3 Monaten. Da, ich habe halt auch Probleme gehabt mit dem Geld und ich habe mir 3 Schiffe gekauft und um die Welt segeln und habe halt mehrmals Schiffbruch erlitten. Und naja. Ich versuche aus den Bayern zu fliehen. Aber wenn du wieder mal nach Berlin kommen solltest, da habe ich wieder ein großes Boot, da schippere ich wieder rum. Erst wenn du ganz dünn und schön bist. Dann schicke ich dir mal, wenn du Lust hast, egal, ein paar Bilder von mir vor 1,5 Jahren. Da habe ich 60 Kilo gewogen und konnte mir die Frauen wirklich mal wieder aussuchen. Nee, ich bin hier. Weil sonst sind wir bei den Frauen so, dass sie sich die Männer aussuchen können. Naja. Ich glaube, es gibt jetzt Essen. Das sagte man nicht gemacht. Karin, hast du schon gegessen? Ich bin aus Wien gekommen, ich habe im Bordrestaurant gegessen, ja. Ist allerdings jetzt schon ein bisschen her. Ja, bin heute aus Wien gekommen und dann hier in den Chat rein. Was? Nee. Weil hier essen gerade viele. Ja, nee, ein Curry habe ich gegessen dort, ja. Schweinefleisch? Nein, ich esse kein Fleisch. Okay, nee. Ich auch nicht. Nee. Nein, es war ein veganes Curry. Ich kann da mal eins in die Runde sagen, weil ich habe noch einen anderen alten Freund in Berlin, der ist ziemlich berühmt, der ist auch fast 80 Jahre alt, der joggt noch, ist Veganer seit 40 Jahren, ist wirklich 1000 Mal um die Erde gefahren, wie Rüdiger Neberg. Wenn ich den so sehe, der hat immer noch keine grauen Haare mit 78. Das ist unglaublich. Oh, ich habe mit 44 schon graue Haare, aber ich finde, graue Haare können auch sehr schön aussehen, ehrlich gesagt. Ja, bei George Clooney mag es sein, ja. Oh, es gibt viele Frauen mit grauen Haaren. Da sitzt ja zum Beispiel eine. Also ich finde, graue Haare können echt bei vielen Leuten schön aussehen. Aber. Da hast du viel falsch gemacht in deinem Leben. Hab ich auch. Ja, Glatzen können auch schön aussehen, finde ich. Finde ich auch. Ja. So ganz. Also, alles andere abweisen. Nee, ist ja auch so viel so. So eine innere Grundhaltung, die eine Ausstrahlung ausmacht. Also gar nicht unbedingt so viel Äußerliches. Also Haare und Zähne sind eine der wichtigsten Indikatoren. Also Elizabeth Blackburn hat den Nobelpreis dafür bekommen, zu Recht vor 9 Jahren, für die Entdeckung der Telomere und der Telomerase. Und heutzutage bekommt man nur noch einen Nobelpreis für Medizin, wenn man eine Geschichte entdeckt und eine Heilung dazu setzt. Seit 12 oder 14 Jahren ist das so. Und diese sogenannten Telomere, das sind die Erbgutfädchen, die man genau exakt kontrollieren kann, die man auch mittlerweile preiswert testen kann. Und meine Telomere habe ich mal testen lassen, aus Spaß mal vor einem halben Jahr. Ich bin jetzt 56, aber genetisch bin ich eigentlich unter 40. Es ist meine Blutbahn, es sind meine Haare. Es gibt bei mir keinen grauen Haar. Ich bin blond, ich habe, Und dann werde ich auch irgendwann mal ein Buch veröffentlichen, weil ich habe eben meine Macke gehabt in Alten-West-Berlin, wo ich da so an der FU studiert habe vor 1000 Jahren. Meine persönliche Macke war immer neben der Revolution, neben Anarchie, neben Hausbesetzung, neben Party, neben Kiffen, neben LSD, dass ich immer wieder Nobelpreisträger kennenlernen wollte. Das war meine persönliche Macke, so wie, sag mal, Brigitte Streubel oder Jutta Winkelmann und ihre Schwester und so weiter immer die Rolling Stones gejagt haben oder Bob Dylan oder was weiß ich, so die Superstars gejagt haben, war mein
persönliche Macke. Ich habe Nobelpreisträger gejagt. Das ist meine Macke in meinem Leben gewesen. Ich wollte so viele Nobelpreisträger wie möglich kennenlernen. Und ich habe dann einige kennengelernt und habe sie einfach ausgequetscht, was sie zu sagen haben zu bestimmten Themen. Es gibt schlimmere Macken, denke ich mal. Also. Ja, aber es mag so sein, aber dann irgendwann habe ich eben dann 1988 begonnen, mir krammweise jeden Tag bis heute Vitamin C einzupfeifen. Mhm. Und dann habe ich so bei Rio Reiser, als er gestorben war, und dann bei anderen später immer wieder alte Freunde getroffen. Und wenn man Menschen lange nicht gesehen hat, man trifft sie zu irgendeinem Anlass, Hochzeit, Todestag, tralala, ist völlig egal, macht man sich ja Gedanken automatisch, wie sieht derjenige aus? Was ist die Physiognomie? Was strahlt er aus? Wie sieht er aus? So, und dann ist mir das passiert letztes Jahr in Berlin, als diese Eva Giselke, eine Sängerin, neben Rio Reiser beerdigt worden ist. Und ich gehe in die Kirche rein und sitzen so drei alte Freunde von mir, erotischerweise. Und ich denke mir, oh, ist ja immer noch knackig. Oh, ja. Und dann haben sie auf einmal all ihre 100 Gramm Vitamin C hingestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, also jetzt gut, jetzt bin ich eben 44, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt so zwingend jünger aussehen möchte, wenn ich älter werde. Ich möchte auch, wenn ich 80 bin, gern wie 80 aussehen, glaube ich. Also warum dann auch nicht? Also spricht ja auch nichts dagegen, wie 80 auszusehen. Das spricht nicht dagegen, aber du hast als Frau den absoluten Vorteil, um mal provokativ zu sprechen jetzt. Du kannst 200 Kilo wiegen, breit, fett und dumm sein. Du wirst immer noch einen Stecher kriegen, wenn du als Mann dir immer Mühe geben musst, um eine halbwegs attraktive Frau ins Bettchen zu kriegen. Ja gut, ich meine jetzt, mein Lebenssinn ist auch nicht, einen Stecher irgendwo herzukriegen. Also da gibt es ja auch noch ein bisschen andere spannende Sachen im Leben. Also, aber ich war klar, natürlich, da ist schon grundsätzlich was dran. Aber man will ja auch nicht irgendeinen erstmal. Zweitens gibt es eben, wie gesagt, auch noch andere Themen, obwohl ich persönlich sechs. Bist du monogam? Was? Also bist du monogam orientiert? Oder sehr, nein, bin sehr ich nicht. Monogamie. Nein, ich bin tatsächlich, da unterscheiden jetzt Rainer und ich zum Beispiel uns, also ich bin relativ sehr sexuell unterwegs. Ich bin auch aktuell gerade monogam, weil es sich so ergeben hat, aber von der Theorie her, also nein, ich hatte auch eine Zeit, da hatte ich 4 Liebhaber mal. Das also war auch sehr schön. Polyamorph kannst du sein, okay. Polyamor, ja, klar. Das war eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Das waren gute Typen. Also ich bin auch mit den meisten noch befreundet. Und nee, von den vielen stimmt gar nicht. Ich lüge gerade, nur mit zweien. Ist ja schön, spricht sehr für dich. Angenehm. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch nichts gegen... Also da gibt es verschiedene Liebes- und Lebensformen. Und solange sich die Leute einig sind, solange niemand belogen wird... Also ich persönlich möchte niemanden belügen, ich möchte nicht belogen werden und ich möchte nicht, dass jemand meinetwegen belogen wird. Das sind so meine Regeln innerhalb einer Beziehung. Und da muss ich dir jetzt mal wirklich vielmals Danke sagen, weil das ist das immer, was ich von Anfang an, wenn ich Frauen kennenlerne, von Anfang an ehrlich sage, du, ich mag dich, vielleicht landen wir im Bett, aber es gibt vielleicht noch jemand anders, wo ich auch ein Mädchen landen möchte und ich habe dich trotzdem gerne, vielleicht haben wir auch eine Beziehung, vielleicht wohnen wir auch mal zusammen, aber ich möchte, dass der Eros frei bleibt. Wenn du das so indirekt oder direkt bestätigt hast, ist es sehr angenehm. Danke. Ja, lustigerweise sind die Männer, mit denen ich zusammen war, die sehr auf Mono aus waren, die immer sehr, denen das sehr wichtig war, und das waren die, die nicht sich dran gehalten haben. Jetzt aktuell bin ich in einer Partnerschaft. Das ist, glaube ich, einer, der tatsächlich sich für niemanden außer mich gerade so wirklich arg interessiert. Und das ist jetzt der mir tatsächlich den Freiraum lässt. Das ist ganz komisch, weil die anderen, die gesagt haben, nee, sie wollen auf jeden Fall eine Mono-Beziehung. Ich war die sich dran gehalten hat und die nicht. Und ich auch, ja, okay, also. Also bei einer Monobeziehung ist immer irgendwo das Lockenschwert des Besitzdenkens im Hintergrund. Glaube ich nicht und immer. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber ja, ich glaube, es gibt ganz tolle Monobeziehungen. Ich wäre da gar nicht so strikt. Also ich persönlich, für mich braucht es auch nicht. Ich brauche nicht dieses Ding, dass Beziehung bedeutet, ich habe also so ein Exklusivrecht auf den Körper des anderen. Das ist für mich, oder auf überhaupt den anderen. Das ist nicht meine Denke.
Aber wenn sich zwei da finden und sich einig sind, dass sie das so leben möchten und eben das nicht hintenrum dann anders machen, wie es ja auch oft passiert, dann muss ich sagen, das spricht ja auch gar nichts gegen eine Monobeziehung. Warum denn auch nicht, wenn da zwei sich finden, für die das passt? Ja. Also das ist halt eine Möglichkeit. Ich finde, wir sollten mal aufhören, da die ganze Zeit zu sagen, das ist die einzig richtige Art zu lieben und zu leben. Da gibt es doch, also warum? Wer sind wir denn, dass wir da irgendwie so Regeln aufstellen? Da kann man sich doch miteinander finden. Und klar, es ist, je mehr Leute involviert sind, desto komplizierter wird es. Desto mehr muss man diskutieren, desto mehr muss man die ganzen Emotionen aushalten, desto mehr muss man aushalten, dass da eben verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Aber mittlerweile sollte man doch mitgekriegt haben, dass verschiedene Konstellationen möglich sind und so. Also ja, das absolut. Und ich kenne tolle Monobeziehungen. Also mein Bruder ist seit 20 Jahren oder seit 22 Jahren mit seiner Frau zusammen. Ich glaube, ja, da passt es halt. Also habe ich, also klar, man steckt nie drin. Von außen ist es immer schwierig zu beurteilen. Aber warum sollte ich denen erzählen, dass das jetzt verlogen ist oder was? Also warum? Das stimmt. Da bist du sehr klug, weil ich will erst nichts mehr ein Dogma machen. Das stimmt. Ich wollte nur immer, warum ich irgendwann philosophisch gesagt habe, ich bin kein Linker mehr, weil für mich die Linke früher eben das Glück nicht teilen konnte. Und ich wollte eben marxistisch oder anarchistisch das materielle wie das erotische Glück immer teilen wollen. Das war so mein Space. Ich wollte nicht eine Frau beherrschen oder angehimmelt werden. Ich bin der tolle René, ich sehe schön aus, ich habe ein Auto und tralala ich wollte einfach das Glück teilen und das ist mir einige Mal in meinem Leben auch gelungen, das Glück einfach zu teilen, weil die Leute reden von neuen Gesellschaftsordnungen und das und jenes. Und wenn sie dann ausrasten, die großen Revolutionäre, die ich früher kennengelernt habe, was weiß ich, ausrasten, wie eine eigene Freundin fremd geht und sowas. Selbst den Rainer habe ich noch erlebt, als ich ihn kennengelernt habe. Dann ist er auch so mal so ein bisschen, ich sag mal, ein schönes provokatives Wort, pseudo-eifersüchtig war, als er mit seinen Haremsfrauen da in Berlin im Böcklerpark auflief, 1990, 91, als wir uns kennengelernt haben. Und ich merkte eben, dass damals eben so gewisse Frauen von ihm, ich sag's mal einfach provokativ wieder, erotisch unbefriedigt waren und so weiter. Und da habe ich auch mit ihm darüber geredet. Und er war aber nicht willens in der Lage, da hat er schon das Weltbild drin gehabt, in der Ökulation wahrscheinlich, sie, ich sage es mal im Sinne des Eros, des Gottes, des Eros zu befriedigen. Und dann habe ich dann später auch Brigitte und kennengelernt und so weiter. Und sie hat mir dann lustige Sachen erzählt, die fallen mir gerade jetzt 1000 Jahre nicht mehr dran gedacht, dass sie ihn Rainer mal gefesselt haben, ihm Schokolade auf den Schwanz geschmiert haben und er aber so tief in der Meditation war, dass er keine Reaktion gekriegt hat und so weiter. Das sind so die lustigen Reminiszenzen von vor 30 Jahren. Du hast da aber schon ein Thema, ne, mit diesem ganzen... Wie bitte? Du hast da aber echt ein Thema mit diesem Erektion und Ejakulation und sowas. Und ehrlich gesagt, du sagst zwar, dass du mit dem, du willst nicht angehen wegen Optik, du redest die ganze Zeit über Optik, du redest die ganze Zeit über solche, irgendwie solche Äußerlichkeiten letztlich. Ja, weil wahnsinnig viele Männer darunter leiden, dass sie nicht irgendwie, ich sag das mal, sinnlich in einer Frau verweilen können. Es ist ein dickes Problem, warum Männer Kriege führen, durchdrehen, Kriege führen, aggressiv sind, im Verkehr aggressiv sind. Ich habe einen Guru, mein Guru, das ist Professor Dr. Dieter Duhm, der hat mehrere Gemeinschaften oder in Anführungsstrichen Sekten gegründet, das Maiga, Tamera heißt es alles, oder Zek, Belzig, Dr. Dieter Duhm. Der hat auch einige Bücher geschrieben, auch in der 68er-Zeit. Vielleicht erinnert sich Rainer Lang ganz an das eine Buch, hat das vielleicht gelesen, Angst im Kapitalismus. Also das war so, vor 30 Jahren musste ich quasi in Sekten gehen, um meine Polyamorphität oder mein Glück zu teilen. Musste ich in Sekten gehen. Mittlerweile ist dieser Eros, Goethe sei Dank oder Duben sei Dank, auf der ganzen Welt gestreut. Ich war vor 2 Jahren noch in Malaysia, mit meinen damals 54 Jahren und ich habe so viele hübsche
das Blonden, völlig egal, hübsche Frauen kennengelernt, egal ob Malaysia, Australien oder aus Deutschland, wo ich einfach wirklich hochheilig in Malaysia unterwegs war und dauernd Frauen getroffen haben, die einfach nur das pure Glück zelebrieren wollten. Die wollten eine Auszeit genommen von einem Jahr und dann habe ich da meditiert. Ich bin zum Beispiel, kann ich ganz ehrlich sagen, Langstreckenschwimmer oder Meditator. Ich schwimme manchmal wirklich ungelogen 7-8 Stunden und meditiere dann 2 Stunden Wasser. Das ist meine Macke, wo ich alle meine guten Freunde mich kennen. Das mache ich seit 30 Jahren. Ich kann wirklich manchmal im Ressort früh rausschwimmen um 9 und komme 16, 17 Uhr zurück, nachdem ich 8 Stunden auf dem Pazifik draußen verbracht habe. Und dann habe ich eben seit mehreren Jahren festgestellt, ich muss gar keine Sekte mehr gehen oder in so eine krasse Gemeinschaft mehr gehen, weil es so viel endlich freie Frauen gibt, die studieren wollen, das, was ich machen wollen und die selbst Abenteuer haben wollen oder aus Australien kommen und nach Australien dann nach Europa zurückkommen im Frühling und ich gerade in Malaysia bin und mir das kennenlernen. Ich habe da immer wieder Frauen kennenlernen, die mir gesagt haben, hey René, lass uns doch 3 tolle Partytage verbringen, die mir Ecstasy in meinen Mund stecken oder LSD in meinen Mund stecken oder Ketamin mir in meine Nase stecken und einfach mit mir eine schöne erotische Rundreise machen. Hallo. Das Essen fertig, wir unterbrechen mal zum Essen. Okay. Gerne, ja. Ich bin ja. Ja, Entschuldigung, hallo? Guten Appetit. Ich verabschiede mich auch. Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, sollen wir einfach aufhören? Ja. Für dieses Mal. Okay. Auf ein andermal. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Danke. Dann ja, guten Appetit. Ja, danke. Grüße nach München. Tschüss. Ja, tschüss, Grüße nach überall. Tschüss, Carmen. Tschüss, Christa. Tschüss.